Herzlich willkommen, liebe Gäste, zur 49. Ausgabe von Gedrucktes. Begrüße alle im Saal natürlich herzlich und wir haben auch wieder einen Livestream. Das ist der Livestream der Partei Die Linke und der ND-Livestream. Also da können uns auch so einige zuschauen. Und wenn Sie nachher eine Frage haben, kommen Sie sozusagen auch in dieses kleine Fernsehen. Ich begrüße heute Katja Kipping. Katja Kipping hat ein Buch geschrieben, das heißt Wer flüchtet schon freiwillig? Und aus diesem Buch wird sie vorlesen und wir werden natürlich auch darüber diskutieren. Erstmal ein paar Worte zur Person von Katja. Sie kennen Katja natürlich alle, ihr kennt Katja alle. Sie ist die Vorsitzende der Partei Die Linke. Ein paar Daten noch aus ihrem Leben. Geboren im Januar 78 in Dresden, was sie versucht so zu vermeiden immer, zu, dass man es hört. Ne? Also findest du? Sie verleugnet es nicht, sondern sie... man hört das. Sie bemüht sich ums Hochdeutsche und meistens glückt das auch wunderbar. Also da muss ich immer an mein Studium denken. Ich war mal allerdings in Leipzig in einem Praktikum im althochdeutschen Wörterbuch. Ich pfeife, vielleicht ist das, soll ich doch das andere gleich nehmen. Besser? Besser, dann schalte ich das hier aus. Genau. Du hast das runtergefahren, gut. Also das, ich will das nicht zu lange erzählen. Jedenfalls war ich beim althochdeutschen Wörterbuch, so ein Praktikum, und da waren so 5, 6 Mitarbeiter. Und nach 2 Wochen nahm mich jeder einzeln beiseite und sagte, ich kann nicht sechseln, ich kann es auch nicht nachmachen. Aber meine Kollegen, die sechseln doch alle sehr, aber ich nicht, ne? Das sollte ich Ihnen dann immer bestätigen. War schwierig. Gut, aber wir wollen nicht ablenken. Und jetzt ablenken. Ist sie nervös, sechsel ich. Nee, also Katja hat, ist verheiratet, hat ein Kind, das wissen wir alle. Sie hat Abitur gemacht, studiert Slawistik, Amerikanistik und Rechtswissenschaften, erst in Dresden und dann... hast du ja auch ein Auslandsjahr gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat einen Abschluss als Magister oder Magistra. Was steht auf deiner Urkunde? Magistra. Sehr schön. Also MA. Genau. Mitarbeiter. Und 1998 ist sie in die PDS eingetreten und ist dann gleich kommunalpolitisch aktiv geworden, war also Stadträtin in Dresden. Hier würde man sagen Kommunalabgeordnete, denn Stadträte sind ja in Berlin die Dezernenten. Das ist immer ganz schwierig, wenn wir in der Partei darüber diskutieren. Wer hat jetzt welche Aufgabe? Also quasi Kommunalabgeordnete. Dann ist sie in den Sächsischen Landtag eingezogen von 1999 bis 2005. Das war sicher auch eine ganz interessante Zeit, weil sie sich da mit Verkehrs- und Energiepolitik beschäftigt hat, wo sicher auch der eine oder andere gefragt hat, darüber können wir dann auch reden, was hat die junge Frau mit dem Verkehr und der Energie zu tun? Das ist doch was für erfahrene Bahner oder so. Und ab 2005, seit 2005 bist du im Bundestag und warst viele Jahre stellvertretende Parteivorsitzende und bist seit 2012 in einer Doppelspitze mit Bernd Rixinger. So, das erstmal im Schnelldurchlauf, einiges aus deinem Leben. Und dazu können wir nachher auch noch mehr sagen. Ja, erstmal ein paar Fragen, bevor es ans Lesen geht. Wir haben uns ja ein bisschen verständigt, dass du erstmal aus der Einleitung liest und dann einige Kapitel. Du hast ja hier auch schon öfter dieses Buch vorgestellt, auch hier mal, ich glaube im Rahmen des Festes der Linken. Da hattest du ja hier auch sehr viele Gäste, die da zugehört haben und sicher auch diskutiert haben. Aber vielleicht trotzdem erstmal so die Frage, wenn man sich hinsetzt, ein Buch schreibt, dann denkt man ja, meine Eltern werden stolz auf mich sein, dass ich ein Buch geschrieben habe, meine Freunde freuen sich. Aber wer sind eigentlich die Adressaten? An wen hast du gedacht, als du dich entschlossen hast, dieses Buch zu machen? Also da muss ich die Geschichte erzählen, wie ich dazugekommen bin, das Buch zu schreiben, weil selbst als Vorsitzende so einer wunderbaren Partei wie der Linken ist es ja so, Gesine weiß das, man wacht nicht früh auf und denkt, naja, wie verbringe ich denn jetzt mal den Tag bis zum Abendbrot? Schreib mal ein Buch, hast ja sonst nichts zu tun. Nein, also ich habe halt gemerkt, dass das Thema Flüchtlinge, Fluchtfrage überall behandelt wird. Medial, ich ständig dazu vor die Kamera musste und aber eigentlich immer so 30 Sekunden Statements oder nach modernen Medien, wenn man es bei Twitter macht, man 140 Zeichen hat. Und nur haben wir ja alle gelernt, uns kurz zu fassen und es auch ganz in wenigen Worten auszudrücken. Aber ich hatte den Eindruck, das ist so eine historische Frage, da entscheidet sich vielleicht doch, wohin die Gesellschaft geht. Man muss das in einem viel größeren Rahmen behandeln, als das halt mit diesen 30 Sekunden möglich ist.
und habe dann angefangen, einen Artikel zu schreiben. Der wurde immer länger und dann habe ich entschieden, okay, der muss jetzt mal veröffentlicht werden bei Cicero und dann rief der Westend Verlag an. Das wäre das Beste, was ich seit langem dazu gelesen habe und es muss sofort ein Buch rauskommen. Dann habe ich erst mal eine Krisensitzung in meinem Team eingeleitet. Und wir haben dann gemeinsam beraten, dass wir das schaffen und die Idee war wirklich, diejenigen, die das Thema umtreibt und die das Gefühl haben, dass wie das abends in den Talkshows behandelt wird, das wird dem Thema nicht gerecht, denen was Umfassenderes in die Hand zu geben. Also alle Altersgruppen, ich habe es versucht so zu schreiben, dass man jetzt nicht in der Philosophie oder Politikwissenschaft schon mal einen Doktor gemacht haben muss, um es zu verstehen. Und es ist aber trotzdem beim Lesen, man das Gefühl hat, man hat noch einen Mehrwert und erfährt ein paar Geschichten. Und ich hatte auch die leise Hoffnung, das weiß man ja mal nicht, ob das dann aufgeht beim Schreiben, dass das auch die einen oder anderen so für eine Art, also argumentatives Rüstzeug gegen Stammtischparolen beispielsweise zu verwenden. Und eins meiner schönsten Erlebnisse, als ich das besprochen habe, war, wie mir zum einen eine Nachbarin, die macht Weiterbildung für die BUF, die Freiwilligen, da sagt sie, das sind ganz unterschiedliche... Bundesfreiwilligendienst. Genau, die Bundesfreiwilligendienstleute, da sagt sie, ganz unterschiedliche Leute, Leute, die kurz vor der Rente stehen, Langzeiterwerbslose, aber auch Jugendliche, die nach der Schule erstmal nicht wissen, wohin sie sich entscheiden wollen und das zur Orientierung machen. Also ganz Querschnitt durch die Bevölkerung und da hat sie gesagt, verwendet sie dieses Buch für Weiterbildungsseminare zum Diskutieren und das wäre ein total guter Einstieg und das war ein sehr schönes Erlebnis. Ja, das ist ja dann auch eine Ermutigung. Ja. Du hast ja in deinem Buch viele Überlegungen angestellt, zum Beispiel ist ja ein ganz wichtiges Thema Fluchtursachen, weil ganz viele Leute sagen ja Fluchtursachen bekämpfen und meinen da ganz unterschiedliche Dinge mit. Du hast auch so ein Kapitel, wo du in der Überschrift hast, was mich auch sehr angesprochen hat, früher hieß es Fluchthelfer, heute hieß es Schlepper. Da kann man sich ja auch erinnern, na, einige wurden ausgezeichnete Fluchthelfer und jetzt muss man die Schlepperkriminalität bekämpfen. Und ja, ein Thema ist ja, was du zu Recht beschreibst, dieses Landgrabbing, also das zu sagen, Aneignen von Land, von Boden durch große Konzerne. Und die Idee, die du entwickelst, ist, Firmen und Banken das zu verbieten. Wie kann man so ein Verbot umsetzen? Also nochmal was zu der Praxis des Landgrabbing oder Landraub. Oder überhaupt erstmal was zur Dimension. Das ist ja nicht, was mal ganz vereinzelt einer Familie im globalen Süden passiert, sondern wenn wir über Landgrabbing reden, da reden wir über Dimensionen. Es gibt Schätzungen unterschiedlicher Nichtregierungsorganisationen, die sagen von 50 bis 220 Millionen Hektar. Das ist sogar womöglich mehr als die gesamte Agrarfläche innerhalb der EU ist. Ja, also wir reden hier wirklich über eine... Ich finde das halt immer so. Hört ihr das auch? Ja. Ja. Soll ich das eher so halten? Okay. Ich glaube, es wird... Kannst du mal versuchen, das noch auszuregeln? Wie ist es denn bei mir? Halle ich auch? Nee. Ich habe immer so, wie als ob ich gerade einen Tauchkurs hinter mir gemacht habe, höre ich mich immer dann, nee, ich war halt noch nicht im Wasser. Soll ich vielleicht doch das andere mit dem... Ja, dann musst du es aber auf links stellen, sonst ist im Livestream Katjas Gesicht nicht zu sehen. Das geht natürlich auch nicht. Es ist ja kein Hörspiel, es ist ja ein Livestream. Die Technik ist meine Herausforderung, ja. Aber kein Fluchtkurs. Also wir reden hier wirklich über eine große Dimension, wenn wir über Landraub reden. Und wie kann es überhaupt zu dieser Form von Landraub kommen? Es gibt natürlich gerade im globalen Süden, in Regionen, wo das nicht so eine klare Kultur- und Rechtspraxis des Katasteramtes, des Grundflächenamtes. Wenn bei uns jemand auf ein Stück Land arbeitet, das bewirtschaftet, weiß er in der Regel, ist das von einem Kleingarten, wer ist im Verein da drin oder ist das mein Eigentum, stehe ich im Grundbuch und so weiter. Es gibt aber Regionen, da bewirtschaften Familien seit Generationen Land oder auch in Gemeinschaften in der festen Überzeugung, das gehört ihnen, weil das schon immer ihnen gehörte. Und dann sind aber sehr fragwürdige Machthaber vor Ort, die das dann halt meistens an transnational agierende Konzerne oder Banken verkaufen. Die nutzen dann das Land entweder um Monokultur anzubauen, um dort zu schürfen oder eben auch um Pipelines beispielsweise drüber zu bauen.
Und die Menschen, die dort früher gelebt haben, werden oft gewaltsam vertrieben. Und das in Regionen, wo du nicht einfach am nächsten Tag zum Jobcenter gehen kannst und sagen, oh, ich habe hier gerade meine Lebensgrundlage verloren, ich brauche jetzt mal eine Grundsicherung und außerdem hätte ich gerne ein neues Arbeitsplatzangebot. Und diesen Familien bleibt dann manchmal nur die Wahl zwischen einem Leben in Elend, Not und Slum oder wenigstens ein Familienmitglied auf eine Reise zu schicken. Und nun ist mir ja bewusst, dass die deutsche Bundeskanzlerin oder die deutsche Bundesregierung nicht allen Despoten der Welt das verbieten kann. Aber was ich auffällig fand, ist, dass auch deutsche Banken, zum Beispiel die DEG, sich daran beteiligt ist. Also zwar nie direkt, sondern sie ist eher Mittelsmann und arbeitet in Firmen mit Firmen zusammen. Da haben auch verschiedene Nichtregierungsorganisationen darauf aufmerksam gemacht. Die Linke hat das dankenswerterweise aufgegriffen und dazu eine Anhörung organisiert im Ausschuss, im Entwicklungshilfe-Ausschuss. Das ist ein Problem und ich finde, die deutsche Bundesregierung könnte sehr wohl damit anfangen und allen Banken zu sagen, wir unterbinden die Beteiligung daran. Und wenn sich eine Bank nicht daran hält, muss man sagen, okay, die Regierung können Banklizenzen vergeben. Und wenn Banken meinen, sie müssen hier sich nicht nach den Regeln halten, dann kann man ihnen ja für den gesamten Bereich der Bundesrepublik Deutschland die Banklizenz entziehen. Das ist ein Mittel, was Politik hat. Dazu muss es gibt eine Voraussetzung, man müsste bereit sein, sich mit Banken anzulegen. Naja, da haben wir jetzt gerade das aktuelle Beispiel, eine deutsche Bank. Müssen wir die jetzt retten oder nicht? Da gibt es ja sicher auch nochmal interessante Diskussionen. Ich sehe schon Kopfschütteln im Publikum. Also wir haben uns auch entsprechend schon positioniert, nicht nochmal mit Steuergeld Banken retten. Aber das ist ja so ein Thema, was ja überhaupt nicht vorbei ist, was ja ständig wiederkommt. Komm nochmal auf einiges in deinem Buch zurück, bevor du dann auch einiges vorlesen wirst. Du forderst eine umfassende Exit-Strategie aus dem Krisenkapitalismus. Das ist ja wirklich sehr gut und sehr ambitioniert und das ist ja das, was auch ein großes Ziel unserer Partei ist. Da beziehst du dich auf Roosevelt mit seinem New Deal. Und der wollte ja den Kapitalismus nicht abschaffen. Ne? Das unterscheidet ihn unter anderem von uns. Was sind denn deine Ideen für die Exit-Strategie? Also wenn man über Fluchtursachen redet, redet man über ganz Konkretes, wie zum Beispiel jetzt Landgrabbing verbieten oder die Beteiligung daran verbieten. Ich unterbreite in dem Buch auch ganz verschiedene Vorschläge, wo ich finde, dass auch eine Regierung, die voll im Sinne des Kapitalismus agiert, trotzdem Maßnahmen in die Wege leiten kann. Aber am Ende, und das hat mich überhaupt dann noch zu diesem großen Ziel Exit-Strategie aus dem Krisenkapitalismus gebracht, muss man sagen, die Fluchtursache der Zukunft, die Fluchtursache Nummer eins, wird der Klimawandel sein. Weil wenn das stimmt, was der UN-Klimareport berichtet, dass in Zukunft über 200 Millionen Menschen in Afrika allein von akutem Trinkwassermangel und Dürre betroffen sind, dann ist doch allein die Tatsache, dass es hier überall fließend Wasser gibt, ein unglaublicher Anreiz, hierher zu kommen. Und der Teilnehmer der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, naja, also der kam aus Afrika, sagte, naja, wenn meine Heimat zu einem Backofen wird, was erwartet ihr denn hier im Westen von uns? Erwartet ihr, dass wir da sitzen, bis wir verdorren oder verdurstet sind? Würdet ihr das mit euren Familien machen? Und wir wissen, es betrifft zuallererst die ärmeren Länder und es betrifft die verwundbareren Länder, die Folgen von Klimawandel und auch von Umweltkatastrophen besonders stark. Wenn man da aber was dagegen unternehmen will, dann ist das mit dem kapitalistischen höher, schneller, weiter, immer mehr Ressourcenverbrauch, immer mehr CO2-Emissionen, das wird nicht funktionieren. Und deswegen sage ich, wenn du Fluchtursachen nachhaltig und grundlegend bekämpfen willst, dann musst du ran ans Eingemachte und musst ran an den Kapitalismus. Nun ist mir besonders kann man ruhig mal klatschen. Passiert selten genug, dass es dafür Beifall gibt. Naja, weil es ja die Frage mit dem Wachstum ist, ne? Also genau. Die Frage des Wachstums. Das ist ja bei uns in der Partei, wird ja auch sehr unterschiedlich beleuchtet, um es mal ganz neutral zu sagen. Das stimmt. Und jetzt, was wären Maßnahmen? Also zum einen, das ist natürlich auch ein bisschen ein rhetorischer Dreh von mir gegeben, gebe ich zu sagen, dass die ersten Schritte, die ich vorschlage, da kann man auch bei Nichtsozialisten anknüpfen wie Roosevelt zu sagen, um die großen Aufgaben, die vor uns stehen, zu schultern, da muss man bereit sein, richtig viel Geld in die Hand zu nehmen. Dann brauchst du eine soziale Offensive für alle.
damit du diesen Neiddebatten, diesem permanenten Treten nach unten etwas entgegenzusetzen, brauchst du eine ganz andere gesellschaftliche Stimmung, so eine Gewissheit, alle Leute sind durch soziale Garantien vor Existenzängsten geschützt. Ich glaube, es wird dann immer noch ein paar Nazis geben, ein paar Rechtsradikale und so weiter, es wird auch ein paar islamistische Fundamentalisten geben, aber die haben nicht mehr so einen fruchtbaren Boden, auf dem sie mit ihrer Propaganda fallen. Und deswegen sage ich, viel Geld in die Hand nehmen, um die Einzelnen vor Armut zu schützen, in der Gesellschaft eine Infrastruktur zu haben, wo jeder weiß, ich kriege einen bezahlbaren Wohnraum. Ich muss mir nicht überlegen, leiste ich mir die Fahrt mit der Straßenbahn und mit dem Bus, also möglichst gebührenfreien Bus- und Bahnverkehr in die Wege zu leiten. Die Schulen müssen so ausgestattet sein, dass kein Elternteil Angst haben muss, oh Gott, wenn jetzt noch ein Flüchtlingskind kommt, bekommt dann mein Kind noch genügend Aufmerksamkeit. Also da musst du einfach richtig viel Geld in die Hand nehmen. Das ist noch nicht der Ausstieg aus dem Krisenkapitalismus, aber das ist zumindest erstmal die Veränderung und da musst du so richtig ran an die Umverteilung. Und dann sage ich, wenn du raus willst aus dem Krisenkapitalismus, ja, ich gestehe, ich habe keinen Masterplan, wie wir da rauskommen, weil historisch gesehen hat sich der Kapitalismus als unglaublich kritikresistent erwiesen. Er hat es ja total geschickt geschafft, alle seine Kritiker immer wieder neu einzubinden und alle Krisen irgendwie zu verarbeiten. So. Und ich finde aber, was man machen kann, ist, es gibt so ein paar Brückenprojekte in eine postkapitalistische Zukunft. Das eine ist für mich in der Tat das bedingungslose Grundeinkommen, wo ich sage, wenn jeder Einzelne wirklich eine feste Streikprämie hat und wenn es dann noch kämpferische Gewerkschaften gibt, dann kannst du ganz anders über die Aneignung der Produktionsmittel diskutieren. Und das zweite ist, unterschiedliche Formen von Eigentum bei der Produktion zu stärken. Das heißt jetzt nicht, dass alles sofort verstaatlicht wird, also die Eisdiele, den Bäcker und so, die wollen wir jetzt auch nicht verstaatlichen. Ich will auch nicht, dass diese Bundesregierung, ich glaube nicht, dass das Eis dann besser schmecken würde, wenn die sich darum kümmern, aber dass wir sagen, es gibt gewisse Bereiche wie die Daseinsvorsorge, die muss in öffentlicher Hand, das heißt Rekommunalisierung stark machen. Also diese Kämpfe ganz konkret in meiner Heimatstadt in Dresden heißt das, die Stadt hat einen großen Fehler gemacht, die hat alle kommunalen Wohnungen verkauft an der Heuschrecke und wundersamerweise schimpfen wir jetzt seit vielen Jahren über explodierende Mieten. So, deswegen sagen wir, was es jetzt braucht, ist eine Rekommunalisierung von Wohnungsbau. Woanders heißt es, die Rekommunalisierung der Wasserfrage reinzuholen. Aber auch andere Formen des Wirtschaftens in Berlin gibt es da ganz viele, das nennt sich Commons, ich nenne das einfach so Gemeinschaftsprojekte, wo Leute zusammen produzieren, ohne dass es gleich einer Profitlogik folgen muss. Und nur ist mir schon auch bewusst, dass diese kleinen Genossenschaften, Mietshäuser, Syndikate, was es da alles gibt, dass wenn die jetzt mit dem globalen Finanzcasino konfrontiert sind, das sind die noch nicht so mächtig. Aber ich denke, wenn Leute erleben in ihrer alltäglichen Praxis, Mensch, in meinem Mietshäuser-Syndikat, in meiner Genossenschaft, da gibt es noch anderes aus das pure Ellenbogenprinzip und das pure Profitprinzip, das macht was mit den Leuten. Das möglich, also es gibt was anderes, ist auf einmal möglich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um überhaupt jemals im Kapitalismus sozusagen ans Leder zu gehen, dass in den Köpfen überhaupt erstmal der Gedanke erscheint, das muss doch gar nicht das Ende der Geschichte sein. Vielleicht können wir auch grundlegend und überall ganz anders produzieren. Dann wären wir schon einen Schritt weiter. Wir kommen jetzt wieder mal ein bisschen näher an den Titel ran, wer flüchtet schon freiwillig? Hast du in deinem persönlichen Leben schon mal so direkt erlebt, wie anders du behandelt wirst, also besser als ein Flüchtling oder jemand mit anderer Hautfarbe oder so? Fällt dir da irgendwas ein, eine Anekdote, eine Geschichte? Während du überlegst, kann ich ja mal aus meinem Leben kurz berichten. Ich war ja in meiner Promotionsphase für ein Studiensemester in den Niederlanden. Und ich hatte ein Einreisevisum in den Benelux zur einmaligen Einreise und wollte dann nach Münster fahren, was ja damals noch Bundesrepublik Deutschland war. Wir waren ja noch nicht vereinigt. Und dann musste ich zur Fremdenpolizei in Leiden, um dort mein Visum eben zu verändern. Ich komme dahin, sitzen lauter dunkelhäutige Menschen. Ich war die einzige Weiße und ich kam sofort dran. Ne? Also das war irgendwie völlig irre. Ich konnte gar nichts dazu. Die guckten natürlich alle wahrscheinlich, was will die überhaupt hier, also die anderen, die dort saßen. Aber da war mir so richtig bewusst, allein aufgrund meiner Hautfarbe, noch, ich war ja noch, hatte ja noch gar keinen EU-Pass und so, so weit war es ja noch gar nicht, merkte ich da diese Bevorzugung. Ne? Ja, bitte, jetzt.
Ja, ich versuche einmal die Woche eine halbe Stunde Rücken zu schwimmen, was nicht immer so einfach ist bei dem Terminplan, aber da wir so viel sitzen, versuche ich das echt durchzuziehen. Neulich war ich in Dresden in einer Schwimmhalle, schöne lange 50 Meter Bahnen, aber das natürlich, aber einige Bahnen gehörten, waren nicht dem öffentlichen Schwimmbetrieb zur Verfügung gestellt, sondern das hatte irgendeine Schule, eine Musikschule, so, also wer, glaube ich, ein privater Verein hatte, diese Bahn für sich gebucht. Ist ja vollkommen okay, aber man hatte das nicht gesehen. Ich habe das am Anfang auch nicht gesehen. Ich war froh, auf der Bahn schwammen nicht so viele, kann ich in Ruhe rückenschwimmen. Bin da also drauf. Als ich ankam, tippt mich ein Herr an und sagt, naja, hier, ich glaube, Sie sind nicht von unserer Musikschule, die Bahn ist für uns reserviert. Habe ich verstanden, er hatte mir das freundlich gesagt. Ich so, ja, kein Problem, bin in die nächste Bahn, die fürs öffentliche Schwimmen ist. Aber außer mir waren auch noch und vielen anderen Leuten, die da schwammen und das kannten, waren drei jüngere Männer, die offensichtlich, also ich würde jetzt mal sagen, so einen syrischen Hintergrund, syrisch-afghanischen Hintergrund hatten, so was man vom Äußeren sehen kann, die auch jetzt nicht perfekt Deutsch gesprochen haben. Und ich merkte, wie sie in der Kasse standen, total sich bemühten, mit dem, beim, alles richtig zu machen beim Einlass, dann sich so umschauten. Es war für sie alles sehr neu und sie haben versucht, das zu verstehen, so mit den Öffnen, wie das jetzt funktioniert und wo geht's rein und so. Und die sind halt genauso wie ich in diese Schwimmbahn da gekommen und die wurden dann so, ey, ihr seid doch nicht hier von der Schule, rüber, Mister, wurden sofort so angeschrien und die verstanden das nicht mehr, ich habe bezahlt und er wollte mir zum Ausdruck bringen, dass er doch bezahlt hat, um hier schwimmen zu dürfen, sondern er verstand das nicht und das wurde nicht versucht, mit anderen Begriffen zu erklären, sondern man hat einfach lauter geredet und die wurden immer nervöser und du merktest, das war sofort so eine Stimmung, wo die, einige der Teilnehmer vielleicht nach Hause und sagen, ja, die jungen Leute haben sich wieder unmöglich diese Ausländer im Schwimmbad genommen. Aber es war aus der Situation und da ich die von der Kasse angemerkt hatte, die wie, mich, wie ich da reingegangen bin, wusste ich, da war eine eskalative Stimmung auf einmal, wo wahrscheinlich noch niemand was Böses wollte. Also auch die Herren von dem Musikverein, die darauf hingewiesen haben, wollten. Ich dachte mal, Musikverein macht Musik, aber gut. Nee, die sind halt da gemeinsam schon. Ja, ja. Die Stimmung war sofort vom Blatt, dass da eine Konfrontation drin ist. Die, da dachte ich nur, ja, das ist... es erfordert unglaublich viel Feingefühl von uns allen, dass die Herausforderungen, die da sind, nicht in eine Eskalation kommen. Du schlägst ja in deinem Buch auch 5 Maßnahmen gegen den wachsenden Rassismus vor. Unter anderem forderst du Zivilcourage in Lehrpläne aufzunehmen. Ne? Ich selber, das wissen ja einige, habe vor einigen Jahren einen Verein gegründet, der nennt sich Zivilcourage vereint und organisiere mit Jugendlichen antifaschistische Studienreisen. In diesem Jahr waren wir 80 Jahre Spanienkrieg, wieder auf den Spuren der Interbrigadisten. Und die Jugendlichen von 15 bis 26 haben in der Schule nichts, aber auch gar nichts über den Spanienkrieg gehört. Und das eine ist natürlich, dass wir das völlig richtig fordern müssen, die Lehrpläne zu ändern. Aber wie können wir als Partei, du bist ja Parteivorsitzende, wie wir vorhin schon erwähnt haben, wie können wir als Partei Zivilcourage vermitteln? Was können wir als Partei tun? Ja, zum einen auch, über, also indem wir sowas wie deine Projekte unterstützen, das ist der ein Punkt. Das zweite, dass wir natürlich auch eine entsprechende Gedenk- und Geschichtspolitik machen, wo wir auch an die Ereignisse oder Dimensionen erinnern, die sonst gern unter den Tisch fallen. Also es geht ja, glaube ich, es ging sogar, glaube ich, auf eine Initiative von dir zurück, zu sagen, den 1. September wenigstens das einen bundesweiten Gedenktag zu nehmen, um damit natürlich auch zu erinnern, was ist die Geschichte hinter diesem Tag. Und das fand ich einen wichtigen Punkt. Ein kleiner Erfolg von uns war ja auch, dass der 28. Januar als Tag der Opfer des Hitlerfaschismus von uns als Linke überhaupt als Gedenk- und Feiertag erkämpft wurde. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt, immer wieder auch gegen das Vergessen anzugehen oder die Lesung bei den Bücherverbrennungen, finde ich, ist ein Punkt. Zum anderen heißt es auch, selber immer mit gutem Beispiel voranzugehen und deswegen auch in Zeiten, also das eine ist die Geschichtspolitik und das andere ist dann aber auch in Zeiten, wo man das Gefühl hat, es gibt eine totale Rechtsverschiebung dessen, was sagbar ist und was nicht. Und ich war jetzt am Donnerstag bei Maybrit Illner mit dem Scheuer von der CSU und diesen Spruch, den der gesagt hat, zu dem Fußballspielenden, missionierenden Senegalesen, das wäre doch vor einem Jahr undenkbar gewesen. Heute wird das so gesagt und der war ja ganz entsetzt. Der war auch hinterher richtig wütend, dass wir ihn da alle ein paar eingeschenkt haben. So, ja.
Also das ist so, das hält ja offensichtlich als was, was man jetzt ganz normal sprechen kann und womit man natürlich auch ein bisschen Aufregung hat. Aber da würde ich sagen, in solchen Zeiten besteht unsere Aufgabe darin, ganz klar den Versuchungen des Opportunismus zu widerstehen und immer wieder eine verlässliche Haltung zu haben. Und wie man hört und wie erwähnt wurde, komme ich aus Dresden. Das ist ja die Stadt, wo Pegida jeden Tag marschiert. Und wir haben ganz bewusst gesagt, es gibt Sachen, die sagt man nicht nur auf einer Antifa-Demo, sondern wir müssen auch wirklich eine Gesprächsoffensive in die Stadt hinein machen. Wir haben deswegen jetzt, letztes Wochenende bin ich mit mehreren Leuten wirklich in so Stadtteile, wo die Hoffnungslosigkeit dich gleich anschaut, wenn du dort ankommst, halt hin, und wir haben wirklich Haustürbesuche gemacht. Und wir haben stadtweit plakatierte öffentliche Sprechstunden gemacht in Stadtteilen. Und da komme ich natürlich auch viel mit Leuten zu tun, die sehr wohl sich zuallererst erstmal über Geflüchtete und Ausländer beschweren. Da würde ich sagen, gibt es so 5%, die sind vor dem Gespräch auf ihn wütend und danach. Aber bei vielen habe ich auch gemerkt, dass sie so sagen, die respektieren das auch, dass ich da eine andere Haltung habe. Die sagen, ich will es, Frau Killing, beim Thema Flüchtlinge, da rede ich anders als Sie. Aber wissen Sie, das mit den Zuzahlungen ist ein wirkliches Problem. Oder Sie müssen mal deutlich sagen, dass das mit dem Krieg, wenn die da weiter in Syrien bomben. Und da waren wir sofort bei Themen, wo wir an einem Strang ziehen können. Also ich habe auch das Gefühl, es wird ein paar Leute geben, die schreien einen dann auch an, wenn man da nicht nach dem Mund redet. Aber viele, selbst wenn sie das anders formulieren als ich in der Flüchtlingsfrage, haben dann Respekt davor, und das wirkt dann auch, dass sie nach anderen Themen suchen, die man gemeinsam stark machen kann. Und das finde ich, ist eine Verantwortung, vor der jeder Linker jetzt steht. Gut, jetzt hast du schon das Buch in der Hand und jetzt kannst du was vorlesen. Bitteschön. Ja. Ich beginne mit dem, was ich anstelle eines Vorworts geschrieben habe, und ich beginne mit der Schilderung eines Gemäldes, aber keine Angst, das ist kein kunsthistorisches Fachbuch. Das hat auch einen Grund, wir lösen es ganz am Ende auf. Vor rund 200 Jahren wird in Paris ein Gemälde des Malers Theodore Géricault ausgestellt. Diese Darstellung von Schiffbrüchigen auf bewegter See wirkte wie ein Angriff auf die etablierte Gesellschaft. Und das, obwohl dieser Maler bisher eher durch romantische Darstellungen von Reizszenen und Landschaftsbildern aufgefallen war und zudem das Gemälde auf den ersten Blick frei von revolutionären Symbolen ist. Es zeigt schlichtweg Schiffbrüchige zwischen Verzweiflung und Hoffnung auf einem Floß im tosenden Meer, während am Horizont ein Schiff erscheint. Und doch hatte die Sorge der Herrschenden einen Grund. Medusa war das Flaggschiff eines französischen Fregattenverbands. Als es auf dem Weg nach Senegal auf Grund läuft, sichern sich der Kapitän, die höheren Offiziere und die einflussreichen Passagiere die wenigen Rettungsboote. Die übrigen Passagiere müssen mit einem notdürftig zusammengezimmerten Floß auskommen. 15 Tage treibt dieses Floß auf dem Meer. In diesen 15 Tagen und Nächten kommt es zu Selbstmord, durch Hunger erzwungenen Kannibalismus oder sogar zu Mord am Schwerverwundeten. Nur wenige überleben. Das Gemälde fängt den Moment ein, als die Überlebenden am Horizont ein Schiff entdecken und sich diesem entgegenstrecken. Keiner der Schiffbrüchigen hat es sich ausgesucht, auf diesem Floß zu landen. Sie trieb einzig der Wunsch zu überleben an. Und doch ist der vom Maler geschilderte Augenblick, als die wenigen Überlebenden ein rettendes Schiff erblicken, mit solcher Verzweiflung geladen, dass die Vertreter der bourbonischen Restauration dieses Bild als, Zitat, ersten Schritt zur Revolte gegen ihr Regime deuteten. Als ob dieses Gemälde ihnen ihre Schmach und Schuld vor Augen führen würde. Sie befürchten, dass dieses Aufbäumen in Verzweiflung sich zum Aufruhr entwickeln könnte. 11 Jahre später, im Juni 1830, kommt es in Paris tatsächlich erneut zu Aufständen. Mit der Darstellung und damit der Verdichtung in einem Moment drang das Leid der unterprivilegierten Passagiere der Medusa in die feine Welt der Pariser Salons ein und erinnerte an die Schuld der Eliten. Hier zeigt sich eine gewisse Parallele zu unserer heutigen Situation und den aktuellen Flüchtlingsbewegungen. Mit ihnen platzt die Systemfrage in die bis dato vermeintlich heile Welt des Merkelschen Biedermeiers. Sie führen uns unserer Mitverantwortung vor Augen. Auch wenn keiner der Geflüchteten es sich wirklich ausgesucht hat und wohl eher der Wunsch auf ein besseres Leben sie antrieb, als der Wunsch, politische Botschaften zu übersenden, so tragen sie doch eine Botschaft nach Europa. Diese lautete: So wie wir wirtschaften und handeln, wie wir arbeiten, konsumieren und Politik machen,
So kann es nicht weitergehen. Mit den Flüchtlingsbewegungen stellen sich die grundlegenden Gerechtigkeitsfragen mit besonderer Dringlichkeit und ihr globaler Charakter wird in aller Deutlichkeit klar. Mit der neuen Sichtbarkeit der Flüchtlinge werden auch einige ihrer Lebensgeschichten deutlich. Und viele dieser Geschichten sind verflochten mit der größeren Geschichte, der Geschichte der globalen Ungerechtigkeit. Die einzelnen Fluchtbewegungen wurden zu einer größeren Migrationsbewegung, die etwas in Europa in Bewegung setzt. Denn diese Migrationsbewegung hat die Abgrenzung, auf denen das weltweite Ausbeutungsgefälle basiert, durchkreuzt und damit das vermeintlich Unverrückbare unterlaufen. Sie macht deutlich, so wie es ist, wird es, ja kann es nicht bleiben. Statt der Verwaltung des Mangels, als die uns Politik in den letzten Jahrzehnten verkauft wurde, steht damit eine Politik der Veränderung ganz oben auf der Tagesordnung. Nötig ist jetzt ein tiefgreifendes Verstehen der Botschaft, die vielen, die aufbrechen müssen, uns überbringen. Die vielen, die in großer Not die Grenzen überwinden, führen uns die Begrenztheit der kapitalistischen Ordnung heute vor Augen. Nun würde es womöglich zu weit führen, die Geflüchteten als das neue revolutionäre Subjekt, wenn auch wider Willen, zu bezeichnen. Aber ganz sicher setzen sie die Verteilungsfrage im globalen Maßstab auf die Agenda. Der Slogan, der Spruch der Refugee, der Flüchtlingsbewegung, wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört, drückt diese Einsicht aus. Flucht ist oft eine Reaktion auf die breite Ausbeutung und Verwüstung ganzer Landstriche im globalen Süden. Wenn im Folgenden unsere Art zu handeln und zu wirtschaften kritisch beleuchtet wird, so geht es dabei nicht um individuelle Schuld eines jeden Einzelnen von uns. Jedoch gibt es so etwas wie eine kollektive Verantwortung dafür, dass Ausbeutung und Umweltverschmutzung nicht so fortgeführt werden wie bisher. Dieser Verantwortung, die Fluchtursachen abzubauen, anstatt weitere, neue zu produzieren, der müssen wir uns stellen. Das ist der Einstieg. Ich schreibe dann ganz viel über Fluchtursachen, da haben wir schon gesprochen, da springe ich drüber. Ich rede dann über viel Besorgniserregendes, aber ich rede auch über das, was Grund zur Hoffnung gibt in der Gesellschaft. Und weil wir hier in Berlin sind, wollte ich auch über eine Sache, wo ich auch nochmal, wo ich selber war, sprechen, nämlich eine Schicht bei Moabit hilft. Weil ich finde, die vielen, die da sind, geben auch einen Grund zur Hoffnung. Auch bei der Initiative Moabit hilft wachsen viele Freiwillige über sich hinaus. An einem der letzten warmen Herbsttage Ende Oktober helfe ich in ihrer Kleiderkammer aus und lerne dabei Verena kennen. Verena hat im Marketingbereich gearbeitet, hat zwei Kinder und wollte eigentlich im Herbst einen neuen Job suchen. Anfang September kam sie mal vorbei, um ein bisschen mit anzupacken. Inzwischen kommt sie jeden Tag, managt quasi den Laden, ohne chefig zu sein. Als ich ankomme, weist sie gerade die Freiwilligen, die schon morgens da sind, in die Systematik der Kleiderkammer ein. Bevor die ersten Familien kommen können, ist noch einiges einzusortieren. Beim Sortieren taucht ein Problem auf. Es gibt nicht mehr genügend Kleiderbügel. Verena löst das, indem Sommersachen aussortiert werden. Für dünne Jäckchen kann gerade kein Platz verschwendet werden. Sie kommen in einem Extrabeutel für nächstes Jahr. Zur Not muss hier halt improvisiert werden. Nachdem sie dieses Problem gelöst hat, wendet sie sich einem anderen zu. Einer der Freiwilligen, die regelmäßig kommen, ist offensichtlich gerade ganz schön mitgenommen. Man sollte ihm nahelegen, mal eine Pause einzulegen. Diejenigen, die öfter kommen, kennen einander und geben aufeinander Acht. Schnell wird klar, wie wichtig das ist. Wir sortieren währenddessen die Schuhe nach Größen, um möglichst schnell die passenden Exemplare griffbereit zu haben. Doch nicht überall stehen die Größen drauf. Das Nachmessen kostet Zeit und ich fluche leise über Schuhfirmen, die keine Größen auf die Sohlen drucken. Niemand hat hier Zeit, Dienstpläne zu erstellen. Zufälligerweise ist vormittags in der Kleiderkammer zumindest eine Freiwillige, die sich schon ein bisschen auskennt, sodass wir neun jemanden zum Nachfragen haben. Eine der neun ist Angela. Sie geht noch zur Schule und hat gerade Ferien. Irgendwie wollte sie während ihrer Ferien nicht nur abhängen, sondern auch mal was Sinnvolles tun. Bis zum Nachmittag haben wir neun die Logistik der Kleiderkammer immerhin so weit verstanden, dass wir die Freiwilligen, die erst am Nachmittag dazukommen, kurz einweisen können. Zu den Freiwilligen, die an diesem Tag die Kleiderausgabe organisieren, gehören auch Geflüchtete.
Sie sind nicht nur beim Übersetzen eine unverzichtbare Stütze. Neben Verena kennt sie sich am besten vor Ort aus. Sie organisieren für die anderen Freiwilligen Kaffee, Wasser und holen zu Beginn der Mittagspause das Essen für alle. Schließlich wissen sie, wo die Ausgabestelle ist. Noch ehe wir dazukommen, das Plastikgeschirr nach dem Essen zu entsorgen, haben sie es schon eingesammelt. Hier erwartet keiner der geflüchteten Männer, dass Frauen sie bedienen. Ganz im Gegenteil. Als Verena nach der Mittagspause neue Aufgaben ansagt, packen sie mit an. Von ihnen hat offensichtlich niemand Probleme damit, wenn eine Frau Anweisungen gibt. Und ich muss daran denken, wie sehr sie von den Stereotypen abweichen, die konservative Politiker über Flüchtlinge verbreiten. Ich wünschte mir, Thomas de Maizière würde mal nur für einen Tag seine Vorurteile ablegen und die Gummihandschuhe, die hier obligatorisch sind, überstreifen und in der Kleiderkammer mit Ahmed und den anderen Geflüchteten zusammenarbeiten, die ich bei Moabit Hilft erleben durfte. Wenn immer wir Berichte von rassistischen Anschlägen auf Flüchtlingsheime oder von Pegida-Aufmärschen hören, sollten wir eines nicht vergessen. Die, die davon sich behaupten, sie seien das Volk, sprechen nicht für alle. Es gibt eine große, oft sogar größere Zahl von Menschen, die sich mutig für Weltoffenheit und Menschlichkeit entschieden haben. Ihr Mut ist auch eine Ermunterung an die Politik, sich selbst nicht wegzuducken, sich nicht opportunistisch auf rassistische Ressentiments einzulassen. Danke. Ja, vielen Dank erstmal für diese ersten. Wir haben ja ausgemacht, dass du zum Schluss der Veranstaltung, der jetzt aber noch nicht ist, dann auch nochmal liest. Ja, haben Sie jetzt Fragen oder Bemerkungen? Sonst hätte ich natürlich auch eine Menge Fragen. Das ist erstmal nicht der Fall. Erlebst du dann auch oder hast du erlebt Solidarität unter den geflüchteten Menschen miteinander? Ich war in mehreren Flüchtlingseinrichtungen und eine, da war ich mit Efrem Sommer, ja, unserer in Lichtenberg. Und dort hatten wir eine Runde, wo, das sind so ein Wohncontainer, und da kamen ganz unterschiedliche, also Flüchtlinge von ganz unterschiedlichen Nationen zusammen in einem Raum. Und wir begannen und wir hatten irgendwie nicht mehrere Dolmetscher dabei, sondern wir mussten das irgendwie regeln. Also Efrem sprach Kurdisch und Türkisch, wir sprechen beide Englisch. Einer der Geflüchteten hatte seine Tochter mit, die übersetzt hat. Und ich dachte mir, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob sich die Männer, die Englisch können, durchsetzen oder wie man da miteinander umgeht, weil es waren ein paar Leute im Raum, die konnten nur ihre Muttersprache. Und in diesem Gespräch fand ich das echt rührend, wie so man sehr darauf geachtet hat, dass die Leute, die ein Problem hatten, weil der Junge eine Behinderung hat oder eine Erkrankung hat, das an uns herangetragen wird. Dass von dem einen, wo der Mann, der kam aus Syrien, weiß, seine Familie lebt gerade wo Bomben fallen und er will die schnell hierher holen und die deutsche Verwaltung behindert faktisch den Familiennachzug. Sondern dass sie sehr darauf geachtet haben, dass jeder mal dran kam, das zu erzählen und damit wir schauen können, wo können wir etwas unternehmen, um ihnen zu helfen. Das fand ich sehr bemerkenswert und auch so einen ganz rücksichtsvollen Umgang miteinander. Wir hatten jetzt in Berlin gerade die Wahlen und einerseits haben wir uns natürlich sehr gefreut über ein gutes Ergebnis für die Linke, aber es war ja nicht alles so, wie wir uns es erhofft hatten. Ich will jetzt gar nicht über die Linke sprechen, sondern darüber, dass der Senator Chaya, der Gesundheitssenator ist und Sozialsenator, noch, also es wird ja jetzt eine neue Regierung gebildet, an der die CDU ja nicht mehr beteiligt sein wird, und für diese Zustände am Lageso, also am dieser Institution, wo sich alle geflüchteten Menschen anmelden mussten, verantwortlich waren. Es ging ja um die Welt, dass dort also die Menschen stundenlang warten mussten, über Nacht warten mussten, trotzdem ihnen keine Informationen gegeben wurden, sie ihre Anliegen nicht umsetzen konnten. Und der hat in seinem Wahlkreis in Berlin-Marzahn-Hellersdorf, in Mahlsdorf oder Kraulsdorf, ich weiß nicht genau, mit 47,7% das allerbeste Erststimmenergebnis bekommen. Von allen Kandidaten, die überhaupt angetreten sind. Das war das allerbeste Erststimmenergebnis für die CDU gewählt. Und der ist für diese
Zustände verantwortlich gewesen. Wie erklärst du dir das? Also da kommt man echt ins Grübeln. Es gibt ja auch den Erklärungsansatz, dass er einfach gesagt hat, ja, ich habe meinen Bezirk frei von Flüchtlingseinrichtungen gehalten. Das ist natürlich höchst zynischer Ansatz. Ich kann das nicht vernünftig erklären, warum das so ist. Oder ich finde, mich überzeugt keine der Erklärung, warum Leute jemanden so wählen. Weil ich habe mir das ja in Lageso vor Ort angeschaut. Nebenan ist ja Moabit Hilft, die Initiative. Ne? Ich habe gerade erzählt, ohne Dienstplan, ohne dass man da jemanden zwingen kann zu kommen. Und das hat immer irgendwie funktioniert, was die Ehrenamtlichen machen. Und dort, wo es einen klaren Dienstplan gibt, eine klare Hierarchie gibt. Und ich meine, die Deutschen sind doch berühmt für ihre gründliche Bürokratie, dass die nicht in der Lage sind, ein System zu entwickeln, der Nummernvergabe, wo Leute nicht nächtelang in der Kälte stehen müssen, um eine Anmeldenummer zu bekommen. Ich meine, die haben ja angestanden, um eine Anmeldenummer zu bekommen, wo es nebenan große Zelte mit Beheizung gibt. Das muss man doch anders logistisch organisieren können. Ich verstehe ja noch, dass man nicht sofort für jeden eine dezentrale Unterbringung hat. Aber um eine Nummer für einen Behördentermin zu bekommen, dass es da keine Alternative gibt zu den Menschen, die gerade traumatisiert sind, eine schwere Flucht hinter sich haben, stehen nächtelang in der Kälte. Das ist irre. Und wer muss das ausbaden? Ja, nicht Chaya, so, sondern ausbaden mussten es die Ehrenamtlichen. Also dort bei Moabit Hilft gab es eine Station, da haben Ärzte nach ihrer schweren Arbeit, teilweise zu Lasten ihrer Familien, die Geflüchteten kostenfrei behandelt. Und sie mussten Geflüchtete behandeln, die krank geworden sind, weil sie nächtelang in der Kälte standen. Ja, also wie rücksichtslos gegenüber den Geflüchteten, aber auch gegen den ehrenamtlichen Ärzten, die dort sind. Und ich finde einfach, so jemanden gehört nicht belohnt. Und dass das trotzdem passiert ist, das lässt mich manchmal die Haare raufen. Aber du hast es schon ein bisschen angedeutet, da steckt doch System hinter, oder nicht? Man kann ja über die Motivation nur spekulieren. Nachdem ich mir das angeguckt habe, also entweder ist es chronische Unfähigkeit, so, oder ist es gewollt gewesen, weil man solche Bilder der Abschreckung produzieren wollte. Ich glaube, Letzteres ist ja ganz wahrscheinlich, denn wir sind ja immer stolz, also wir als Deutsche insgesamt, auf unsere, hast du auch schon angesprochen, unsere Organisationsfähigkeiten. Und diese Abschreckung hat ja auch sehr bestimmt auf den einen oder anderen gewirkt. Aber die eigentliche Abschreckung ist ja die Schließung der Balkanroute. Es gibt ja einen Satz in Deutschland, der ist sehr umstritten. Der heißt, wir schaffen das. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diesen Satz hörst? Also Merkel ist für diesen Satz angegriffen worden und wenn Seehofer sie dafür kritisiert, also wenn Seehofer sagt, wir schaffen das nicht, dann höre ich immer, wir wollen die hier nicht haben. Ja. So. Ich will jetzt aber wirklich nicht Merkel verteidigen, weil ich fand in der Summe ihre Politik auch verantwortungslos. Weil zu sagen, wir schaffen das, wir öffnen die Grenzen, einen Moment der Menschlichkeit zu zeigen, ob das jetzt ein PR-Gag war oder wirklich, also ob sie wirklich als Ostdeutsche berührt war, da gehen die Erzählungen auseinander, da kann man auch nur spekulieren. Aber wenn du dich zu so einem großen Schritt durchringst, dann musst du danach Maßnahmen in die Wege leiten, dass wir das wirklich schaffen. Dann kannst du nicht Dienst nach Vorschrift hinterher machen. Also wir haben ja einen Vorschlag gemacht, wir hätten sofort 25 Milliarden gehabt, die man in die Hand nehmen kann, um mehr Lehrkräfte zu finanzieren, um in sozialen Wohnungsbau zu investieren, um viele, also auch um Teil, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Und dass wir allein die Steuermehreinnahmen und das, was man selbst bei Bestehen der Schuldenbremse an Kredit aufnehmen kann. Ja, also wir haben jetzt nichts Verfassungsfeindliches vorgeschlagen. So, ja. Wir haben nur gesagt, das, was nach Grundgesetz geht. Und dass Merkel selbst zu diesem Schritt nicht bereit war, das finde ich, ist ihr großes Versagen. Und sie hat an der zweiten Stelle jämmerlich versagt, indem sie keine Sozialgarantie ausgesprochen hat. Ich will nochmal erklären, was ich damit meine. Erinnern Sie sich, 2008 war das zu Beginn der Finanzmarktkrise, als den Leuten schwante, dass das mit dem Finanzmarktkapitalismus doch nicht so eine sichere Sache ist und ihre Einlagen womöglich gefährdet sind. Dann fingen deutlich mehr Leute an, wieder bei Karl Marx nachzulesen. Es gibt die Geschichte des einen Verlegers, der immer nur so sich über Wasser gehalten hat und auf einmal den Umsatz seines Lebens machte, der kam mit Nachdrucken nicht hinterher. In dieser Situation hat Angela Merkel sich hingestellt mit Steinbrück, ihrem damaligen Vizekanzler, und hat gesagt, die Einlagen sind sicher. Ein paar Leute haben immer noch Karl Marx gelesen, aber die große Verunsicherung, der hat sie erstmal die Spitze genommen.
Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, Angela Merkel und Gabriel hätten sich im Sommer letzten Jahres hingestellt und gesagt, wir haben zusammen die sichere Mehrheit im Bundesrat und Bundestag und wir versprechen Ihnen jetzt, die Renten werden nicht sinken, die Krankenkassenbeiträge werden nicht steigen, die Steuern für die mittleren Einkommen werden auf keinen Fall steigen. Und wenn das passieren sollte, dann sind wir manns genug mit unserer Mehrheit, das per Gesetz zu unterbinden. Das kann man per Gesetz unterbinden. Also es gab ja schon Gesetze, wo man gesagt hat, Steuersenkung wird es nicht geben und so weiter. Das hätten sie gemacht. Das hätte so sehr der Verunsicherung, die er dem Rassismus genährt hat, den Boden entzogen. Und jetzt sage ich so, als es darum ging, der wachsenden Kapitalismuskritik was entgegenzustellen, da war sie sehr schnell damit, eine Garantie der Einlagen auszusprechen. Als es darum ging, dem wachsenden Rassismus entgegenzutreten und eine Sozialgarantie auszusprechen, da hat sie sich rausgewunden. Dann denke ich manchmal, hat sie am Ende des Tages mehr Angst davor, dass die Leute kapitalismuskritisch werden und Marx lesen, als davor, dass sie Rassisten sind. Und wenn das so ist, ist das eine verantwortungslose Schwerpunktsetzung. Du hast ja hier in deinem Buch verschiedene Vorschläge auch gemacht, verschiedene Begriffe auch eingeführt. Zum Beispiel ein schöner Begriff ist Infrastruktursozialismus und du schreibst dabei über die Rückgewinnung von öffentlichen Räumen. Ich kann mich noch entsinnen, Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre gab es in der Taz mal einen Artikel, der hieß, darf man in der Passage küssen? Da habe ich jetzt gesagt, Passage küssen? Warum nicht? Aber es stellte natürlich die Frage, dass es immer mehr geschlossene Räume gibt, die eben nicht mehr der Öffentlichkeit gehören, die ganzen Center, da gibt es überall eine Hausordnung. Ne? Früher konnte man sich irgendwo hinsetzen, auf dem Marktplatz oder so, gibt es ja nicht mehr, alles nur noch Center und privatisierte Räume und da gibt es eben Vorschriften, die man einhalten muss, wo Leute raus. Da darf man sich nicht hinsetzen, da darf man dieses nicht und jenes nicht. Das Küssen ist dann wahrscheinlich eher das Wenigste, aber das hat es so auf den Punkt gebracht. Hast du in Dresden oder vielleicht anderen Orten, wo du aktiv bist, Erfahrungen mit der Rückgewinnung von öffentlichen Räumen? Ja, ich habe erlebt, wie die Gesellschaft sich Räume angeeignet hat und das Privateigentum sich die zurückgeholt hat. Also es gab in Dresden einen wunderbaren Freiraum, wo eine Fläche war, die leer stand, auf der nichts passierte. Da sind Künstler zusammengekommen, Lebenskünstler, die haben diesen Raum genutzt und haben da einen Ort geschaffen, wo auch Familien mit kleinen Kindern gerne hingegangen sind. Und dort hat dann der Eigentümer geklagt und die vertrieben und so weiter. Und das war ein ganz harter Kampf in Dresden, den wir als Linke mit unterstützt haben. Leider, muss man sagen, haben dann die Gerichte zu Ungunsten dieser Initiative entschieden. Und jetzt läuft die Suche danach, dass man andere, es gibt ja auch Flächen, die stehen einfach leer und verfallen. So, wo ich sage, das muss doch nicht sein. Wenn es Leute gibt, die mit diesem Raum was Sinnvolles anfangen lassen, warum soll ich die zu Spekulationsgründen leer stehen lassen? Wir hatten ja auch auf dem Höhepunkt der Wohnungsknappheit einen Vorschlag. Es gibt 1,5 Millionen Wohnungen, die leer stehen hierzulande. Einige stehen leer, weil sie eigentlich zurückgebaut werden sollen oder abgerissen werden sollen. Ja, bringen wir es auf den Punkt, abreißen. Ne? Abreißen, ja. Rückbauen hört sich immer so verniedlich an. Ja, es hört sich so nett an. Also es geht quasi richtig um Abreißen. Manchmal in ländlichen Regionen, wo in der Tat die Bevölkerung zurückgeht. Aber selbst dort, also das haben mir ein Kommunalpolitiker in Zwickau erzählt zum ländlichen Raum, die gesagt haben, ja, im Jahr war das vielleicht noch sinnvoll, aber jetzt kommen die Geflüchteten, wir suchen händeringend nach Unterkünften, die Turnhallen werden geschlossen und die machen weiter Dienst nach Vorschrift und reißen diese Wohnung ab. Die kann man doch zumindest jetzt erstmal nutzen, damit jeder so seine vier Wände hat. Und gesagt, also das musst du natürlich sofort stoppen, diese Abrissprogramme. Ja? Das ist das Erste. Das Zweite ist dann, wenn Wohnungen leer stehen, nur zum Zwecke der Spekulation, würde ich mal sagen, das können wir uns gerade nicht leisten, dann muss man, also die werden auch nicht enteignet, dann muss es eine Art verpflichtende Zwischennutzung geben. Das heißt, diese Wohnungen werden vermietet an Leute, die eine Wohnung suchen und die Eigentümer bekommen dafür eine Miete zur Durchschnittsmiete in dieser Region. Weil ich finde immer, Wohnen ist ein Menschenrecht, aber die Spekulation mit Wohnen ist meiner Meinung nach kein Menschenrecht. Ja, was wäre denn da der wirklich revolutionäre Ansatz? Um vielleicht nochmal zu sagen, ein positives, ermunterndes Beispiel,
Berlin mit dem Volksentscheid zum Tempelhofer Feld, das war ein Beispiel, wo es einen öffentlichen Raum, der von ganz unterschiedlichen Leuten genutzt wird, von Fahrradfahrern, von kleinen Kindern, die Drachen steigen wollen. Dann gibt es ganz verschiedene Initiativen, die dort jetzt so kleine Gärten angelegt haben. Also das ist wirklich ein öffentlicher Raum, den hat sich die Gesellschaft angeeignet. Da ist Bewegung, da ist Leben. Da kommen Kinder, die sich auch nicht die Fahrt immer an die Ostsee leisten können, mal ins Grüne. Das finde ich toll, und dass es gelungen ist, den zu erkämpfen, hat gezeigt, es gibt eine Wehrhaftigkeit gegen eine reine private Profitlogik, und das finde ich total ermutigend. Brauchen wir denn überhaupt Privateigentümer an Grund und Boden? Ja, genau. Das war ja, als es damals ins Grundgesetz reinkam, war das ja total knapp, dass das überhaupt reingekommen ist. Und da würde ich sagen, man kann es auch anders regeln mit Erbpachtverträgen. Und in dem Magazin, also die Partei ist da etwas zurückhaltender formulieren. Das Magazin Pranger Frühling, was ich mit rausgebe, hat jetzt mal sowas, Appell für eine Bodenreform 2.0 zu sagen, finde, man muss schon das Privateigentum an Grund und Boden in Frage stellen. Mhm. So, man kann sagen, okay, wer irgendwo ein Haus baut für sich, da gibt es halt einen Erbpachtvertrag. Und dann muss es auf jeden Fall Bereiche geben, die nicht privatisiert werden dürfen. Also das war ja der harte Kampf in Brandenburg, zu sagen, die Seen, wenn du die anfängst zu privatisieren, das habe ich in den USA gesehen, wie das läuft, du kannst faktisch nicht mehr um den See drum herumlaufen, weil du nur Privatgrundstücke hast. So. Und das mag ja schön sein für die Leute, die direkt da wohnen, aber ehrlich gesagt, das finde ich, das muss nicht, diese Freude an im Seegrundstück muss nicht einigen wenigen nur gehören, die gehört der Allgemeinheit. Ja, wir hatten ja auch ganz absurde Geschichten, dass der Bund Seen verkaufte an die Gemeinden, die konnten es nicht bezahlen, und dann kaufte das irgendjemand, also ganz verrückte Sachen. Also die Eigentumsfrage, wir sind ja ein bisschen so zurückhaltend geworden, so, ich als Partei. Ich habe noch was. Kannst du sofort vortragen. Und ich glaube, das müssten wir ab und zu mal wieder etwas mehr in den Vordergrund stellen. Aber du wolltest jetzt noch was. Ja, ich habe genau, ich muss gar nicht vorlesen, ich habe genau, um diese Eigentumsfrage zu unterstreichen, habe ich nochmal eine Zahl in Erfahrung gebracht. Denn als das anfing, alle suchten verzweifelt nach Unterkünften. In Dresden wurden im Zentrum der Stadt über Nacht quasi eine Zeltstadt aus dem Boden gestampft. Also auch unter was für Bedingungen da Ehrenamtliche vom Technischen Hilfswerk agieren mussten, innerhalb von 24 Stunden was aufbauen. Die müssen ja dann ihre Familienpläne, ihre Arbeitspläne liegen lassen, um das zu machen. Ja? Also diese Kurzfristigkeit der Politik müssen ja dann immer andere Leute ausbaden. Und da habe ich gesagt, Mensch, es gab noch mal richtig viele öffentliche Liegenschaften und auch öffentliche Gebäude, die man nutzen könnte. Und wir wissen ja, es gibt seit ganz lang, das ist die große Leitidee des Neoliberalismus, dass alles, was in öffentlicher Hand ist, möglichst privatisiert und verkauft werden muss. Die Bundesregierung ist irgendwie verpflichtet, einen Privatisierungsfortschrittsbericht zu erstellen alle paar Jahre, wo sie nachweist, dass sie möglichst viel verkauft hat. Deswegen habe ich einfach nachgefragt, wie viel Hektar seit 2015 aus Bundeseigentum veräußert worden sind, und die Antwort war 52.000 Hektar. Ich habe das mal ausrechnen lassen, was 52.000 Hektar in Fußballfeldern sind, weil nicht jeder mit dem Begriff Hektar was anfangen kann. Und natürlich habe ich Fußballfelder nach FIFA-Standard genommen. Wenn man sagt, was in den letzten 15 Jahren privatisiert worden ist, ist eine Fläche im Umfang von 72.829 Fußballfeldern. Das ist eine ganze Menge. Das sind vielleicht auch Grundstücke dabei, mit denen man nicht so viel anfangen kann. Aber dort hättest du wirklich als öffentliche Hand Gestaltungsspielraum gehabt. Und den hat man aus purer neoliberaler Privatisierungsideologie aufgegeben. Das ist die Selbstentmachtung der Demokratie unter dem Flagg, also unter der großen Flagge Neoliberalismus. Aber da muss man immer hinzufügen, alle Gesetze werden ja von Menschen gemacht. Und natürlich können die Menschen, im ersten Fall natürlich die Abgeordneten, die Gesetze auch wieder ändern. Ich finde es immer so absurd, wenn ein Abgeordneter sagt, das hat der Gesetzgeber so gewollt. Und dann sage ich, müsst du doch selber, ne? Und wenn wir hier uns ja nur umschauen um die Ecke, das Haus der Statistik steht leer, mitten in der Stadt. Da hat jemand auch vor 2 Jahren, glaube ich, bis auf die ersten 3 Etagen alle Fenster rausnehmen lassen, damit gar keiner auf die Idee kommt, dieses Haus zu nutzen. Und viele Probleme, auch in Berlin, werden ja einfach von der Innenstadt in die Außenbezirke delegiert. Und dann hat man natürlich auch die Konflikte dort potenziert. Darüber darf man ja, glaube ich, auch nicht hinwegschauen. Aber es gibt eben so Möglichkeiten und Methoden, möglichst Dinge aus der Innenstadt rauszunehmen. Genauso hier am Alex Haus des Reisens. Also ehemaliges Haus des Reisens steht ja auch halb leer. Und da möchte man keinen Wohnungsbau, da möchte man um Gottes Willen geflüchtete Menschen aufnehmen, geht ja schon gar nicht. Aber ich finde, so Punkte müssen wir auch mal sehr, sehr deutlich ansprechen.
Nun gibt es aber natürlich viele Fragen, die ja auch Leute umtreiben. Also ich sag mal, diese Konkurrenzfrage, ne? Darüber muss man ja offen reden. Also wir als Bundestagsabgeordnete sind ja nicht in der Gefahr, dass jetzt ein geflüchteter Mensch sagt, ich bewerbe mich und kriege dann dein Mandat so ungefähr. Ne? Aber jemand, der irgendwie Zeitarbeiter ist, oder was habe ich heute gelesen, 1,2 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten auf Abruf. Das heißt, die haben einen Arbeitsvertrag mit 0 Stunden. Der eine oder andere kennt vielleicht aus dem Familienkreis auch solche Beispiele. Arbeitsvertrag mit 0 Stunden und können aber nichts anderes machen in der Zeit, weil sie immer auf Abruf sind. Ne? Und man hat das selbst bei solchen, wo man ja gar nicht auf die Idee kommt, dass es so, also auf den ersten Blick, ne? Ich las mal eine Geschichte über eine Verkäuferin in einer Edelparfümerie, im KDW glaube ich, oder hier Lafayette oder so, die hatte einen Arbeitsvertrag 0 Stunden und musste immer warten, bis jemand anruft und musste dann natürlich auch entsprechend sozusagen KDW oder Lafayette-mäßig auch noch aussehen. Ne? Also das kam ja noch hinzu. Also jemand, der oder der irgendwo am Band steht und angerufen wird, der sagt natürlich ja. Und wenn dann jemand kommt, der nicht für 5,50 Euro, sondern für 2 Euro arbeitet, wie gehe ich dann damit um? Und ich glaube, das ist natürlich für uns als Partei auch eine Herausforderung. Was sind da deine Argumente? Zunächst muss ich sagen, alle Vorschläge, die da hießen für die Geflüchteten, setzen wir den Mindestlohn außer Kraft. Da würde ich sagen, da wären so richtig diejenigen, die wenig haben, gegen diejenigen, die gerade alles verloren haben, gegeneinander ausgespielt. Weil das ist doch klar, was dort der Hintergrund war. Dann gerade für die Arbeiten, ne, wo du jetzt nicht jemanden ganz lange anlernen musst, dass man dann sofort die austauscht und zwar über Lohndumping das noch regelt. Da haben wir vehement dagegen gekämpft. Zum Zweiten finde ich auch nochmal Angela Merkel, wir schaffen das, muss dann auch heißen, wir nehmen jetzt ganz viel Geld in die Hand, um deutlich mehr öffentliche Beschäftigung zu schaffen für alle. Eine weitere Antwort von mir lautet natürlich auch, wir haben ja ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung gehabt und Steuermehreinnahmen in der Zeit. Und das, glaube ich, liegt auch daran, dass eben durch die Geflüchteten viel investiert worden ist und das hat ja auch die Volkswirtschaft angekurbelt. Also wogegen sich die schwarz-rote Bundesregierung immer gewehrt hat, nämlich Geld in die Hand zu nehmen für Investitionsprogramme, ist durch die Geflüchteten erzwungen worden. Das hat auch die Nachfrage angekurbelt. Also ich zitiere im Buch auch einige Unternehmen, die einfach mehr Leute eingestellt haben, weil es eine größere Nachfrage gibt, da die Kommunen Dinge für die Geflüchteten erstellt haben. Also da hat es auch einen positiven Effekt gegeben. Und dann hat mich interessiert, was passiert denn, wenn Geflüchtete in ein Unternehmen kommen? Funktioniert das? Ist das eher eine Belastung? Sind die denn überhaupt dazu bereit? Und der Chef der Bundesagentur in Dresden hat mir gesagt, also jeder Politiker, der immer so behauptet, ja, die müssen ja auch bereit sein, sich zu integrieren, die müssen die Sprache lernen, da sagt er, das ist nur für die Galerie die Beschimpfung. Sie haben das Problem, dass immer viel mehr Nachfragen nach Kursen, Integrationskursen, Sprachkursen, Weiterbildungsmaßnahmen sind, als sie überhaupt anbieten können. Roland Klaus für unsere Fraktion hat es ja neulich erfragt, dass doppelt so viele gerne einen Platz hätten und Anspruch darauf hätten, als überhaupt die deutsche Bundesregierung zur Verfügung stellt. Und dann hat er gezeigt, und wenn es mal klappt in einem Unternehmen, dann sind die Berichte von den Unternehmen total motivierend, weil die sagen, das macht was mit dem Klima in dem Betrieb. Aber wieso, da kommt jemand, in Dresden gibt es jetzt auch so ein paar, die jetzt nicht die Flüchtlinge gleich mit offenen Armen willkommen heißen, funktioniert das wirklich? Und er sagt, ja, Frau Kipping, wissen Sie, da muss man sich vorstellen, so ein kleines Unternehmen, auf einmal haben die wieder jemanden, um den die sich kümmern können, dem man mal was erklären kann, der noch nicht perfekt Deutsch spricht, wo die wieder anfangen, ihre alten Englischkünste und Fähigkeiten rauszukramen, nochmal bei den Kindern nachfragen, Mensch, wie heißt denn das auf Englisch? Da ist, ich habe das auch erst nicht glauben wollen, aber es ist so eine Dynamik, da passiert was, dass das Betriebsklima wieder ein stärkeres, es gibt auf immer was gemeinsam. Ich meine, es ist verrückt, ne, dass man dafür irgendwie einen Flüchtling braucht. Ich habe das übrigens auch erlebt, als ich jetzt im Proles war, es gibt schon in unserer Gesellschaft so eine Tendenz zur Vereinzelung. So, wenn ich ihn gefragt habe, ja, was ist Ihr Problem, wo drückt Sie der Schuh, was sagen wir? Also das ist der Stadtteil von Dresden. Genau, in Dresden-Proles war ich unterwegs und dann wirklich an 100 Haustüren geklingelt und immer so gefragt, uns interessiert Ihre Meinung, was sollte die Politik ändern? Und da haben Sie viele Probleme angesprochen und ich frage dann immer auch so, wie diskutieren Sie das mit den Nachbarn? Und eine Rückmeldung war, naja, so viel reden wir gar nicht mehr mit den Nachbarn. Und das, der große Unterschied zu früher, jetzt in der DDR, und das alles schönreden zu wollen war, da gab es sowas wie eine Hausgemeinschaft und jetzt erleben es viele eine unglaubliche Vereinzelung. Und das ist auch der Geist in dieser Gesellschaft.
Und wenn das also da habe ich so gemerkt, okay, das ist ein Problem, das beschäftigt die Leute, das kannst du nicht mit einer sozialpolitischen Maßnahme lösen, aber ich finde, man muss das jetzt mal ansprechen, weil das sozusagen ja echt den Leuten auf der Seele brennt und dann auch so manche Probleme befeuert. Ja, und um vielleicht mal mit einem, nee, ich erzähle immer so positive Geschichten, ich will nochmal sagen, ich weiß auch, dass es jede Menge Probleme gibt und dass es auch ganz schlimme Konkurrenz auch unter den Geflüchteten gibt. Ich war auch in großen Flüchtlingsheimen, wo die mir gesagt haben, du hast hier Leute, die sind bei sich zu Hause, gehören die zu unterschiedlichen Bürgerkriegsparteien. Mhm. So, und die waren nur mit einer Zeltwand getrennt. Das ist verheerend so. Es gab dann, wo die gesagt haben, wir müssen es immer in 6 Sprachen den Aushang machen, weil sonst einzelne Gruppen das Gefühl haben, sie werden wieder diskriminiert. Also das ist ganz viel Zündstoff, viele Probleme. Vor dem Hintergrund wundere ich mich manchmal, dass überhaupt so wenig passiert ist. Mhm. Weil ich habe mich manchmal an meine Ferienlagerzeit erinnert. Also nach 10 Tagen hatte fast jeder Mann einen Lagerkoller, ja, und das war immer schön mit toller Freizeit und Ferienlagerdisco und so weiter. Das sind ja, die sind ja seit Monaten in diesen Massenunterkünften, also das, mir ist schon klar, dass es da viele Probleme gibt. Ich habe jetzt im Buch nicht so viel über die Probleme geschrieben, weil ich fand, da wird schon so viel darüber geschrieben, da werden auch so viele Gerüchte gestreut, da muss ich jetzt nicht auch noch meine Arbeitszeit darauf verwenden. Ich wollte nur einmal signalisieren, ich habe von ganz vielen Problemen gehört. Aber ich habe jetzt meine Aufgabe darin gesehen, auch mal über die positiven Dinge zu sprechen und über das, was Mut und Hoffnung gibt, weil das fällt in der medialen Berichterstattung viel zu oft hinunter. Das stimmt, absolut. Sie kommen gleich dran. THW angesprochen. Es gibt einmal im Jahr diese wunderbare Veranstaltung vor dem Bundestag, die mit einem schönen Reim THW trifft MdB. Aber gut, habe ich mir nicht ausgedacht. Da sind die, sind aber alle auf Zack, die gucken dann, wo sind ihre Abgeordneten. Wir haben ja in Lichtenberg zum Beispiel auch ein THW und die haben mir dann auch alles gezeigt und berichtet, dass sie auch jetzt 2 syrische Flüchtlinge in ihren Reihen haben und haben sich da sehr bemüht, auch diese Dinge darzustellen. Ja, bitteschön, eine Frage oder eine Bemerkung, man kann auch eine Meinung haben, ja. Okay, ich habe eine ganz persönliche Frage an Sie, weil mich das sehr interessiert und beschäftigt hat. Ich war begeistert als Zuhörerin und Ohrenzeuge der Abschlussveranstaltung der Partei in Mainz, der Partei Die Linke, am Freitag. In Berlin. Am Freitag in Berlin. Genau, vor einer Woche. Und wurde dann in einer kleinen Pause, die Sie und Ihr Co-Vorsitzender gemacht haben, Ohrenzeuge und Augenzeuge einer kleinen Gelegenheit, die mich, ich sage es nochmal, sehr beschäftigt hat. Das erste ist hochinteressant, 2 Parteivorsitzende sitzen da in dem Tisch und trinken einen Kaffee. Ganz unbedarft und vom Skena. Ich habe also keinen persönlichen Schutz oder sonst jemanden gesehen. In einer Zeit, die ich auch erlebt habe und aktiv miterlebt habe, war ich seit 3,5 Jahrzehnten undenkbar gewesen. Aber das nur so nebenbei, es hat mir gefallen und ich habe 3 Tische weitergesetzt und habe auch einen Kaffee getrunken. Und da kommt diese Begebenheit. Sie wurden von einem übernächsten Nachbartisch von einem Herrn, der mit einer blonden Dame dort saß, bösartigst angemacht, sage ich mal, indem er laut erstmal geschimpft hat, dass er vorne auf die Bühne lügt. Da ging es um natürlich Ausländer und das Verhältnis zu den Deutschen. Und ihnen hat er uns zugebrüllt, also das ist alles Lüge, das war der Herr Bautzen, dass er gesagt hat, eine deutsche Frau wurde dort von dir, das hat er mindestens 10-mal gesagt. Und es schien mir so, als ob er sich hineinsteigerte. Und ich habe eine Art Bedrohung verspürt. Meine Frage ist, Sie haben sicherlich nicht unbedingt Karate oder irgendwas gelernt. Haben Sie in solchen Momenten auch mal ein bisschen Angst? Nee, in dem Moment war ich nur wütend. Ja. Also weil ich hatte nämlich, also der Vorgang in Bautzen, das haben Sie ja bestimmt alle verfolgt, da ist eine Situation gewesen, wo 20 junge Geflüchtete waren. Da gab es irgendwie Schubsereien und danach haben 80 Neonazis die gejagt. Und wenn 80, also in einer Stadt wie Bautzen, ne, also ich meine, es kann passieren, dass in Berlin irgendwo mal spontan 80 junge Menschen derselben Gesinnung aufeinandertreffen, aber in Berlin, wenn da 80 zusammenkommen, das muss vorher organisiert sein, die haben die wirklich gejagt. Und dann stellt sich die Polizei in Bautzen hin und sagt, das kann ja auch nicht sein, dass sich die jugendlichen Flüchtlinge hier so daneben benehmen. So, und ich habe vor allen Dingen dann noch gehört, dass die Polizei in Reaktion darauf nicht etwa angefangen hat, die Treffpunkte der Neonazis zu kontrollieren, sondern sich zum Treff
Treffen der Linksjugend dort vor Ort passiert. So klar, also auch die erste Maßnahme, die einem in den Sinn kommt irgendwie, da findet eine Menschenjagd statt, wessen Identität stelle ich mal fest und wen schikaniere ich? Natürlich die der Linksjugendgruppe, die hatten gar nichts mit dem Vorgang zu tun. Die fühlten sich eher bedroht, weil die im Jugendlichen Flüchtlinge hatten da eine Ausgangssperre, die Nazis sind aber weiter unterwegs gewesen und haben sich nach neuen Opfern umgeschaut. Und dann kam die Polizei und die waren erst froh, weil sie dachten, die beschützt sie jetzt, die waren in so einem Büro. Nö, dann sind die rein und haben deren Identität feststellen wollen. Und das heißt, ich war so richtig auf Prass aufgrund dieses Vorganges und wie die Polizei wirklich eine Art national befreite Zone dort mit befördert. Und der stellte das dann so dar, als ob da die Geflüchteten die deutschen Frauen angegriffen haben. Und da hatte ich halt Folge, dass das wirklich eine Fehlerzählung ist und nur dazu, also wieder so ein klassische Vorurteil und Falschmeldung, die aber durchs Internet wie Wasser wabern, wo du nichts dagegen tun kannst. Ich habe erst überlegt, ob man es ignoriert, weil man sich eigentlich, wenn du dich auf Schreien einlässt, nichts gewinnst. Aber da viele drumherum saßen, fand ich es dann richtig, einmal auch klar, das zurückzuweisen und zu sagen, es stimmt nicht, es war anders. Es hat eine pogromartige Jagd von Menschen gegeben durch eine organisierte Neonazi-Gruppe. In der Situation habe ich mich nicht bedroht gefühlt. Ich habe auch schon Bedrohungen bekommen. So, gut, da würde ich mal sagen, das gehört vielleicht bei uns ein bisschen zum Berufsrisiko dazu. Was mir nahe geht, ist, wenn man das Gefühl hat, so, es werden Familienmitglieder mit bedroht. So, deswegen habe ich so ein paar Sicherheit, also ich habe einen Sperrvermerk zu meiner Privatadresse gemacht, so, weil ich denen zumindest, die ihr böses Wollen, es nicht ganz so leicht machen will. Und ich achte zum Beispiel darauf, dass meine Tochter, weil er hat mir gerade Fotos gezeigt, hat mal bei einer Veranstaltung von mir und meiner Tochter Fotos gemacht. Ich nehme die auch gerne mal mit zu einer Veranstaltung, aber ich achte zum Beispiel darauf, dass es von ihr kein öffentliches Foto gibt. So, damit sie, wenn sie jetzt mal ohne mich, wo es da auch irgendwie geschützter ist. Ja, die ein Böses wollen, die finden einen auch, das ja, ist ja natürlich klar. Aber trotzdem finde ich, du hattest es ja angesprochen mit den Sicherheitsfragen, das ist sehr, hat viele Seiten, ne? Also wir haben wirklich eine Verrohung auch in der Gesellschaft und wir müssen auch sehr aufpassen, dass die nicht auch auf uns manchmal übergreift. Wir sind ja auch manchmal in Diskussionen, heute überhaupt nicht, aber manchmal etwas mehr als ruppig untereinander. Also wir gehören ja auch zu dieser Gesellschaft und diese allgemeine Verrohung. Da müssen wir sehr aufmerksam sein, dass sie nicht auch auf uns übergreift, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir vielleicht manchmal auch ein bisschen naiv an diese Sicherheitsfragen rangehen. Also was jetzt Polizei betrifft, ist es ja so, dass die eine Einschätzung machen, wer ist akut gefährdet, der bekommt Personenschutz. Das sind bei uns in der Partei im Augenblick relativ wenige. Das ist Gregor Gysi, das ist Sarah Wagenknecht, das ist Petra Tau. Mhm. Und ansonsten je nachdem bei bestimmten Situationen. Aber ab und zu sollten wir auch selber schon ein bisschen mehr darauf achten. Und man muss das ja auch mal üben, so eine Auseinandersetzung, ne? Wir hatten auch, die eine oder andere war ja dabei in Lichtenberg, auf dem Seebruchplatz, so eine Situation, wo einer vor der Bühne stand und brüllte und brüllte. Also auch, muss ich nicht wiederholen, können sich alle vorstellen, worum es da ging. Und da merkte man, so zwei, drei Leute versuchten, den so ein bisschen abzudrängen, aber es war auch so eine allgemeine Hilflosigkeit. Ne? Das muss man sich vielleicht auch ab und zu mal bewusster machen. Ja, gibt es weitere Fragen? Ja, bitteschön. Erstmal Sie und dann ich sehe alle. Zum Bauten habe ich die Frage, ich habe gedacht, man muss ja immer alles versuchen, so darzustellen, wie es war, aber vollständig. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber in vielen Zeitungen stand, dass die Polizei von den unbegleiteten Jugendlichen, den Migranten, mit Flaschen und Latten beworfen worden sind, als die Polizei kam. Dazu gab es in einer Karikatur die Zeitung, jetzt haben sie sich auch integriert. Also das war schon mal. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Die zweite, Polester, war das so eine Lüge, dass die da Flaschen geworfen haben und alkoholisiert waren und so weiter. Die zweite Frage ist, freut mich hier in dem Kreis gar nichts fast gar nicht zu stellen, ich stelle sie aber trotzdem, weil sie mich bewegt. Ich kann das alles verstehen, was sie schreiben. Kann ich alles nachvollziehen. Ich frage mich aber, wie viele Millionen Menschen gibt es auf der Welt, die Fluchtursachen hätten? Und wenn wir die Türen aufmachen und sagen, sie dürfen alle, die wollen, dürfen herkommen, die kriegen ein Grundeinkommen, ist dann unsere Gesellschaft nicht einfach überfordert? Ja, herzlichen Dank für die offene Frage. Jetzt kommen wir so ein bisschen Schwung in die Diskussion. Wir sammeln jetzt vielleicht. Ich habe irgendwie die Linke gewählt.
sagen. Ja, um Gottes Willen, ja, das haben wir niemand, doch gehofft. Niemand muss sich hier für die Frage entschuldigen. Nee. Die steht eh im Raum. Also es ist besser, die Frage sie gestellt. Finde ich auch. Die Dame mit dem Hut, hat sie auch gemeldet? Nee. Ein Herr, dann habe ich den Arm falsch zugeordnet. Ja, bitte. Nochmal der. Würde vom Zeitfenster bis zu den Bundestagswahlen recht gut passen, weil nur so meines Erachtens der allgemeine Rechtsstand aufgehalten werden kann. Gut, danke schön, Helga. Nee, der Herr erst. Ach so, ja, der Herr dann, der, ja bitte. Ich finde es sehr wichtig, Katja, dass die Flüchtlingslage, Flüchtlingsfrage uns zwingt, Gesellschaft neu zu denken. Das ist sozusagen die große Aufgabe, die wir haben, unsere Gesellschaft neu denken und auf den Prüfstand stellen. Das andere ist aber, wie gehen wir, sagen wir mal, relativ kurzfristig mit diesen Problemen? Welche Maßnahmen, welche Vorstellungen haben wir da, um an Lösungen zu kommen? Ist da unsere Partei auch wirklich schon, ich bin auch ein Linker, in der Lage, da mitzudenken, da mitzumachen auch? Frage ist auch, oder ich kenne das Problem erlebt, ich kenne ein bisschen die Gegend Rheinsberg, das ist ein schwieriges Feld, aber die brauchen eigentlich Flüchtlinge dort. Hm. Und die haben gesagt, wir nehmen doch mehr auf. Freke Ober, ja. Unser genau, Freke mit Betreuern und so weiter. Ich bin da ganz aktiv, ganz aktive Verbindung mit der Kirche. Linke und Kirche funktioniert da wunderbar, und dann funktioniert es weniger. Aber das ist jetzt nicht so sehr, was ich meine. Meine ich auch, dass zum Beispiel aber dann in dieser Situation Wolke als Ministerpräsident von Brandenburg sagen konnte, wir nehmen keine Berliner Flüchtlinge auf. So, nun ist aber Wolke nicht alleine, sondern in einer Regierung, die ja rot-rot ist. Wir haben da unsere Roten dann sagen, oder kann man dann sagen, Herr Wolke, nun ist aber Schluss, es ist dann verändert worden. Ich nehme es jetzt als Beispiel. Zweites Beispiel, zweite Frage auch, wie ernst nehmen wir eigentlich die unterschiedliche Situation in Europa selbst? Ich habe es erlebt im vergangenen Jahr am 8. März, an einem Sonntag war das nicht schon, ja, glaube ich, davor, weiß ich nicht mehr genau, wo ich einer der guten Bekannten zum Frauentag gratulieren wollte, bin ich auf der Friedrichstraße sonntags um 12 Uhr und so in einer Gruppe von, nehme ich jetzt an, mit Recht sicherlich Rumänen, richtig überfallen worden. Mit Antanzen, ich war alleine, ich habe mich gewehrt, es ist nichts passiert, es ist alles gut gewesen, aber von diesen Leuten, die diese Unterschriften hier sammeln, die hergehen, ihr kennt die ja alle, man kann ja nur warnen, die bitten um Hilfe und das sind organisierte Banden. Die Frage ist, wie gehen wir eigentlich mit diesem uns naheliegenden Problem, was da heißt, Bulgarien, Rumänien, wie gehen wir um? Ich meine, in dieser Situation bin ich sauer auf diese Leute, wenn einem sowas passiert, ich bin nicht gerade freundlich gestimmt. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass die Ursachen ganz woanders liegen, dass Europa offensichtlich ja gar nicht in der Lage ist, selbst oder auch nicht will. Ich habe einen, so wie Gesine sagt, den Eindruck, man will es ja gar nicht, dass man dort Leuten konzentriert hilft. Treten wir da als Partei auch auf und sagen, wir sind in einer EU, man muss diesen Leuten, es gab einen Film, die ich jetzt nicht weiter ausführen, man muss denen helfen. Das andere ist, wenn ich darf, eine kleine, wie schwierig das ist, mit Flüchtlingen zu erzählen, in Rheinsberg ist nichts passiert, bis auf einen Polizeieinsatz der Wiener Hütte, der plötzlich notwendig wurde, weil ein Syrer auf einen anderen Syrer traf, was nicht ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich war aber, es war der Syrer, auf den er traf, der ihn in Damaskus das Auto geklaut hat. Und diese Auseinandersetzung führte dann zum Polizeieinsatz. Also das war uns am Ende. Aber mich bewegt eigentlich auch diese Frage, wie gehen wir in Europa um, welches Konzept vertreten wir? Haben wir überhaupt eins, um mit solchen Sachen fertig zu werden? Denn das Bild, was diese Leute, mit denen ich habe es heute, wir haben alles erlebt, man muss mal für Worts gehen, die schwärmen staatsmäßig aus. Ja. Das ist nicht zufällig ein paar, das ist richtig organisiert. Da sitzt einer
Hintergrund, der das genau dirigiert. Und wenn man den Leuten, machen das gerne, warnt, Achtung, dann wird sozusagen ein richtiges Kommando in Gang gesetzt. Also meine Frage ist, was tun wir innerhalb in Europa auch? Okay, das war ja wirklich sehr anspruchsvoll. Helga, dazu noch? Oder ja, dann passt es. Ich wollte nur sagen, bei dieser Provokation war ich ja dabei. Das war richtig bösartig, dieser Herr. Am Sichtkuppplatz, meinst du? Da muss ich mal sagen, da hat Gesine ganz toll reagiert, denn sie stand gerade auf der Verbindung da gesprochen zu uns. Aber ich habe ein anderes Problem. Jetzt zur Wahl. Was hat das mit Demokratie und Freiheit zu tun, wenn ein AfD-Mitglied, gegen den ein Verfahren läuft, ja aus dem Westen kommt, weil man uns ja immer unterstellt, dass die Rechten hier aus dem Osten sind. Der kommt aus dem Westen, stellt sich bei uns in Lichtenberg zur Wahl. Und wir in Lichtenberg haben 6 Wahlkreise und haben 5 Wahlkreise haben unsere Linken geschafft und darauf sind wir stolz. Und der 6. ist dieser Nazi. Also für mich ist das ein Nazi-AfD. Nun hat man ja festgestellt, dass gegen ihn ein Verfahren läuft und nun hat er wohl zurückgetreten und wie auch immer. Aber wie kann sowas passieren, dass sich so ein Mensch zur Wahl stellt, zu einer demokratischen Wahl? Ich verstehe es nicht. Dankeschön. Also er ist nicht zurückgetreten, sondern er ist nicht Mitglied der Fraktion geworden, der AfD, weil in der AfD wohl gar schon ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn lief. Aber das nochmal so für die allgemeine Information. So, Katja, jetzt hast du ja nochmal ein ganzes Kompendium an Fragen. Bitte schön. Ich will nochmal eins unterstreichen. Ich finde das total gut, wenn die Probleme und so angesprochen werden, wenn ich die ganze Zeit arbeitet. Und vor allen Dingen, wenn wir unten hier diskutieren, soll das natürlich auch einen Raum haben. Ich würde es wie folgt beantworten. Also wenn wir wollen, dass die Zahl der Menschen, die hierher kommt, deutlich weniger werden, gibt es am Ende, denke ich, 2 Wege, zwischen denen man sich entscheiden muss. Das eine ist, du sagst wirklich, wir bekämpfen die Fluchtursachen mit allem, was dazugehört. Wo du die Weltwirtschaft sozusagen dich von dieser sozusagen jetzigen ungerechten Weltwirtschaftsordnung verabschieden musst und so weiter. Es gibt ein paar Sachen, also wenn es in Syrien endlich gelänge, wirklich mal einen Waffenstillstand auszuhandeln, da würdest du auch schon von vielen Menschen den Druck nehmen, dass sie jetzt fliehen müssen. Ja? Also es gibt so einiges, was man kurzfristig machen kann, anders, wo es richtig ans Eingemachte geht, aber dann musst du ran und darfst das nicht nur als so eine Ausrede machen, ja, lass uns lieber Fluchtursachen bekämpfen, anstatt denen hier zu helfen, sondern das heißt richtig Geld in die Hand nehmen und so weiter. Oder aber du musst am Ende auf ein Grenzregime setzen, was auf der Verabredung zum Sterben lassen ja den aktiven Töten basiert. Weil wenn Not und Elend so groß sind, wird ein runtergelassener Schlagbaum die Leute nicht aufhalten. Also das ist das, was mir auch in Recherchen aufgefallen ist. Und das ist ganz schwer, beides, sage ich ganz ehrlich, ist kein einfacher Weg. Und wer jetzt glaubt, na dann lösen wir das Problem, indem wir eine Obergrenze einführen, der muss wissen, die Obergrenze wird die Leute nicht abhalten. Ganz im Gegenteil, das wird erstmal zu Panikreaktionen führen. Stellen wir uns vor, wir sagen, nach 1 Million im Jahr ist Schluss. Das wird zu hysterischen Panikreaktionen in den Ländern führen. Da muss ich ja noch schnell da sein, bevor die 999.999 Personen erreicht ist. So, du hättest kurzfristig sogar noch mal viel mehr von Leuten, die sich das überlegen, weil das ist jetzt auch keine einfache Entscheidung, so eine Flucht auf sich zu nehmen. Du würdest erst noch mal die Probleme auf jeden Fall verschärfen mit einer Einführung der Obergrenze. Und selbst wenn die dann längere Zeit wirkt, musst du ja sagen, was machst du denn mit den Menschen, die trotzdem kommen? So, die sich aber nicht aufhalten lassen, dann musst du nicht nur einen Schießbefehl, aber dann musst du überall die Grenze sozusagen hinstellen mit Kalaschnikows, wo du auf Leute schießt. Und das sind nicht nur Typen, die so aussehen wie, na ist ja egal, das ist ein Krimineller, sondern da werden Frauen, Kinder, Behinderte, Menschen im Rollstuhl dabei sein. So. Und ich wüsste, dass meine alternative Fluchtursachen bekämpfen auch kein einfacher Weg ist. Aber wenn wir uns ganz ehrlich machen, wird es auf eine der beiden Varianten hinauslaufen müssen. Und dann habe ich mir jetzt gesagt, in dieser Auseinandersetzung, unsere Kraft als Linke reicht noch nicht aus, um alle Probleme der Welt zu beheben. Was kann ich in dieser Debatte tun? Steige ich mit ein in die Frage, bei welcher Million wir eine Obergrenze machen? Oder sage ich, wenn jetzt schon alle Welt über die Flüchtlinge redet, dann möchte ich gerne darin die Systemfrage stellen.
Und ich habe mich für Letzteres entschieden, gesagt, dann lasst uns wenigstens jetzt die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, das, was ich so offensichtlich finde, dass mit den Flüchtlingen die Systemfrage gestellt wird, das auch anzusprechen, und das war eigentlich die Motivation, das Buch zu schreiben. Das nächste, Rot-Rot-Grün. Also prozentual reicht es nicht, ich rede auch gerade, ich finde auch Rot-Rot-Grün als Beschreibung nicht schön, weil das klingt so ein bisschen wie Rot-Grün, da gab es die Agenda 2010 und Hartz IV und jetzt darf die Linke auch noch mitmachen. Ich finde eine andere Debatte spannend, nämlich die Debatte, wohin soll es in diesem Land gehen und wie können wir das durchsetzen. Wir müssen auch wegkommen von dieser Debatte, wo alle wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die AfD gucken und sagen, oh Gott, was können wir denn machen, damit die weniger werden. Und ich würde sagen, das beste Mittel dafür, den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist die Debatte auch, zu beginnen, wohin soll dieses Land gehen? Wollt ihr mitmachen, statt dem Hartz-IV-Sanktionssystem eine sanktionsfreie Mindestsicherung und gute Arbeit? Wollt ihr mitkämpfen, statt diesen Zuzahlungsschikanen und der Zweiklassenmedizin eine solidarische Bürgerversicherung? Wollt ihr statt Aufrüstung hin zu einer wirklichen Friedenspolitik? Wollen Sie in der Steuer zu einer steuerlichen Entlastung der Mittleren? In der Rente, für eine Rente, die wirklich sicher vor Armut schützt und den Lebensstandard sichert? Wenn man all diese Wege gehen will, dann lasst uns für Mehrheiten dafür streiten. Ich nenne das gerade neue linke Mehrheiten. Und wenn dann jemand sagt, aber wollt ihr das mit dieser SPD machen? Dann sage ich, wir können gerne darum kämpfen, dass wir Mehrheiten ohne die SPD haben. So, aber wir müssen irgendwie uns der Frage stellen, wie wollen Sie das umsetzen? Und entweder sind wir so schlagkräftig in der Opposition, dass wir auch immer die Regierung stellt, nicht drum herum kommt, das zu machen. Oder man muss es halt in der Linksregierung, die wirklich das Ruder rumreißt, machen. Und eins ist mir ganz wichtig, die Linke darf niemals ausstrahlen, dass sie ihre Grundsätze über Bord wirft, nur um ein Ministeramt zu bekommen. Weil es gibt so viel Politikverdrossenheit und Abkehr von Demokratie, weil viele diesen Verdacht haben, der ja oft stimmt. Nach der Wahl interessiert die nicht mehr, was sie vorher versprochen haben. Sie müssen sagen, Grundsätze, ohne dogmatisch zu sein, zu wissen, natürlich musst du Kompromisse machen, das musst du schon bei jeder Zweierbeziehung machen und wenn mehrere zusammenkommen, mehrere Parteien, musst du natürlich auch Kompromisse machen, aber du begeistert nicht dafür, indem du sagst, naja, und jetzt werfen wir mal Grundsätze über Bord. Deswegen sage ich, weder die Aussicht auf eine Linksregierung darf dazu führen, dass wir unsere friedenspolitischen Grundsätze über Bord werfen, noch die Angst vor der AfD darf dazu führen, dass wir unsere grundsätzliche Haltung für Weltoffenheit über Bord werfen. Und wenn wir das ausstrahlen und dann sagen, und jetzt wollen wir gemeinsam mit Ihnen, mit euch, und da kommt es auf jeden Einzelnen an, der mitmacht, für einen Kurswechsel in diesem Land kämpfen und das benennen, Mindestsicherung statt Hartz IV. Solidarische Bürgerversicherung statt Zweiklassenmedizin, endlich eine friedliche Außenpolitik in die Wege leiten, ein anderes Rentensystem, das macht doch Lust auf Politik. Ich habe den Eindruck, so zu diskutieren, führt weg von dieser Angststarre, die der AfD in die Hände spielt. Sind wir kurzfristig in der Lage, was anders zu machen? Ich weiß nicht, ob wir in jedem Kreis dazu gut aufgestellt sind. Ich fand aber das, was die Thüringer Linke gemacht hat, Bodo Ramelow als erster linker Ministerpräsident, hat gezeigt, die Linke kann den Unterschied machen. Und die haben, natürlich gibt es in Thüringen auch Rassismus und so weiter. Und es ist in Thüringen auch irgendwie bestimmt mal was schiefgegangen. So, und sie konnten die Abschiebung nicht außer Kraft setzen. Aber die haben als Landesregierung was anderes ausgestrahlt und dann haben die Kommunen angerufen und gesagt, ja, wann kommen denn jetzt die Flüchtlinge? Wir haben uns darauf vorbereitet, unsere Berufsschulen brauchen die, damit die weiter existieren. Also du hast schon auf der Landesebene was konkret anders gemacht und wenn wir uns das so zur Grundlage nehmen, denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Zu den Roma-Sachen, also ich meine, wo was Kriminelles passiert, muss man das kriminell nennen und muss das halt ganz normal behandeln, so egal erstmal, wie die Herkunft ist. Ich finde immer, die Herkunft ist weder ein, darf weder ein Malus noch ein Bonus sein. Und wenn man das solide einhält, finde ich, ist man gut da. Zur Frage der EU, wie gehen wir mit den Unterschieden in Europa um? Also manche Leute sagen, also ich würde sagen, an der Fluchtfrage hat die real existierende EU ihre moralische Bankrotterklärung abgegeben. So, also von EU steht für Freiheit und Menschenrechte, das braucht niemand mehr erzählen von den EU-Eliten. Das, was sie an Abschottungspolitik gemacht haben, das Versagen einer gemeinsamen Lösung. Und ich meine, wie viele Flüchtlinge waren es am Ende? 1,5, wenn es mal hochkommt, 3 Millionen. Wenn man das auf alle Mitgliedstaaten gerecht aufgeteilt hätte. Und natürlich heißt gerecht nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Ein Land wie Ungarn muss nicht so viel aufnehmen wie wirtschaftlich leistungsstärkere Länder. Aber trotzdem hätte man, wenn man das gemeinsam in Angriff nimmt als EU, das ohne große Verwerfung in die Wege geleitet.
Und dass das nicht gewollt ist, ich finde, das ist das große Scheitern der EU. Und es ist bezeichnend, worauf man sich jetzt verständigt hatte beim Treffen der EU, mehr Sicherheit, mehr Abschottung. Also das ist keine EU, die mich begeistert. Bernd und Rixinger und ich, wir hatten einen Vorschlag unterbreitet. Wir haben gesagt, lasst uns doch eine Art Fluchtumlage in die Wege leiten. Was heißt das? Jetzt haben wir folgenden Mechanismus. Die Länder, die sich besonders stark abschotten, machen sich einen schlanken Fuß, weil sie nicht die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung aufbringen müssen. Wenn wir jetzt sagen würden, das können Wissenschaftler ausrechnen, es gibt eine Quote, jedes Land muss so und so viel Prozent der wirklichen Flüchtlingezahlen aufnehmen, gemessen nach Leistungsfähigkeit und Einwohnerzahl. Und wenn das Land das dann nicht macht, entweder weil sie niemanden reinlassen oder weil kein Flüchtling dorthin will, dann bekommen sie halt aus einem allgemeinen EU-Fonds weniger Geld. Und dafür bekommen Länder, die mehr Geflüchtete aufnehmen, deutlich mehr Geld. Also dass man einen Anreiz schafft, dass man besonders gut zu denen ist, dann gibt es nämlich auch mehr Geld aus dem europäischen Fonds. Und wie wird dieser Fonds finanziert? Ich würde sagen, durch eine europaweite Millionärsabgabe. Diejenigen, die jetzt von den Krisen, naja, also die Flüchtlinge, die zahlen, also ein Teil der Flüchtlinge ist auch Ergebnis von Krisen. Und wer hat am ehesten von Krisen profitiert? So, ja, diejenigen, die ihre ordentlichen Zaster haben. Und dies, finde ich, sollte man zur Kasse bitten und das darüber finanzieren. Aber nicht, indem man die Mitte und die Menschen mit mittleren und niedrigen Renten und Einkommen zur Kasse bittet. So, Katja wird jetzt noch ein kurzes Stück aus dem Ende des Buches lesen, also sozusagen der Ausblick in die beste Zukunft. Ja, ich will noch sagen, wenn Sie sich durchringen, das Buch zu kaufen. Das machen wir ja dann sowieso noch. Ach so. Ja, aber ich kann es auch sagen, also der kleine Buchladen, der uns ja immer zuverlässig unterstützt und heute auch mit der Getränkeversorgung kurzfristig eingesprungen ist, hat einige Exemplare des Buches gesichert. Das kann dann auch erworben werden. 16 Euro, ne, wenn ich das richtig sehe. Oder gibt es anders? 16 Euro kostet das und erfahrungsgemäß sind meine Gäste auch bereit zu signieren. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auf Katja auch zutrifft. Nee, ich wollte nur sagen, nicht, dass Sie denken, ich habe da jetzt einen tollen Nebenverdienst als Bundestagsabgeordnete, nur muss meine Diät aufbessern. Der Verlag hat mir ein Honorar angeboten, das habe ich umgehend umgewidmet in Spenden an Initiativen, die Flüchtlingssolidarität machen oder Entwicklungszusammenarbeit. Also ein Teil, also der Verlag muss überleben, ist übrigens ein toller linker Verlag, der es verdient zu überleben. Der Buchladen muss finanziell überleben, aber alles andere kommt sozusagen den Initiativen zugute, wie Medico oder Moabit hilft. So. Ja, also uns Abgeordneten geht es wirklich nicht schlecht. Wir müssen da, glaube ich, nicht noch große Nebenverdienste generieren. Ich ende jetzt mit dem, was ich anstelle eines Schlussworts geschrieben habe. Ein Bild aus der Zukunft. Heute hängt das Gemälde Das Floß der Medusa im Pariser Louvre direkt neben dem bekannten Revolutionsbild Die Freiheit für das Volk von Delacroix. Dieses Revolutionsbild entstand einige Jahre später während des Juliaufstands, bei denen innerhalb von 3 Tagen die Bourbonen gestürzt wurden. Das Gemälde von Delacroix prägt bis heute die revolutionären Imaginationen von Generationen. Es inspirierte politische Aktivistinnen wie Kunstschaffende. Beispielsweise nahm Victor Hugo für die Figur des jungen Gavroche in seinem bekannten Roman Die Elenden Anleihen bei der Figur des kleinen Jungen auf der Barrikade. Die beiden Bilder hängen nicht ohne Grund nebeneinander, auch wenn sie von unterschiedlichen Künstlern stammen. So unterschiedlich das Sujet auf den ersten Blick erscheint, so sehr ähneln sich die malerischen Kompositionen. Nun verändert ein Bild allein keine Missstände, genauso wenig wie ein Buch allein oder eine Demo allein das können. Jedoch kann manchmal ein Bild eine Entwicklung einfangen oder etwas Tiefergehenderes versinnbildlichen. Insofern möchte ich mit einem Bild enden. Ein Bild aus der Zukunft. Dieses Bild ist noch nicht gemalt, aber viele haben schon in ihrem praktischen Tun faktisch mit dem Skizzieren angefangen. Dieses Bild müsste auf jeden Fall getragen sein von einem Paradigmenwechsel, der bereits in der Charta von Palermo 2015 zum Ausdruck kommt. Das Problem Migration müsste dem Recht auf Freizügigkeit Platz machen. Ein Titel für dieses Bild könnte lauten Das Land für alle, wobei für alle meint, Abschied zu nehmen von allen Ausgrenzungen, alle Barrieren abzubauen und einen sozialen Universalismus in Wort und Tat umzusetzen.
Es bedeutet, allen Menschen zu ermöglichen, selbst Autor bzw. Autorin des eigenen Lebens zu sein. Anknüpfen könnte ein solches Bild an der großen sozialistischen Vision in der Ästhetik des Widerstandes von Peter Weiß. Das, die da unten abließen voneinander und sich selbst befreien. All die Spaltungslinien, die gegenwärtig vertieft werden zwischen denen, die wenig haben und denen, die noch weniger haben, würden in diesem Bild nach und nach verschwinden. Und das muss keine Skizze auf Papier bleiben. Es gibt keinen Automatismus, wir können verlieren, aber das werden wir mit Sicherheit, wenn wir stillhalten. Die Entscheidung lautet, entweder Aufbruch in einen grenzübergreifenden Postkapitalismus oder allmähliche Fragmentierung der Gesellschaft hin zur permanenten Krise, zum weltweiten ökologischen Zusammenbruch. Es hat längst begonnen. Der Krisenkapitalismus gleicht immer mehr einem einstürzenden Altbau, in dessen Gebälk es mit jedem Tag bedrohlicher knirscht. Der Staub rieselt schon herunter. Es ist höchste Zeit, diesen Laden zu verlassen. Und eine Skizze, die in Richtung des Notausganges weist, haben wir bereits in der Hand. Mehr wird es nicht geben. Erst hinter der Tür beginnt der Horizont des Möglichen. Und der Weg dahin, der entsteht beim Gehen. Worauf warten wir? Dankeschön. So, bevor wir Katja hier verabschieden, natürlich der Ausblick auf die zwei Veranstaltungen, die wir in diesem Jahr noch haben. Ist ja schon fast wieder Weihnachten, ne? Am 2. November begrüßen wir hier den Schriftsteller und Aktivisten, sag ich mal ganz global, Raoul Zelig. Sie können sich also draußen schon anmelden und in unserer vorweihnachtlichen Veranstaltung am 8. Dezember werden wir hier Gisela Steinecker begrüßen. Und auch dazu sind Sie herzlich eingeladen. Das Buch gibt es draußen zu kaufen. Ich sagte schon 16 Euro und jetzt greife ich mal hinter mich. Gibt es für Katja noch einen Blumenstrauß, aber etwas ausgewickelt noch. Und bevor wir richtig auf Wiedersehen sagen, herzlichen Dank auch an Michel, der uns hier immer betreut, die Technik macht, nachjustiert hat. Wunderbar. Herzlichen Dank an Sie und euch alle, dass Sie da waren. Und vielen Dank an Katja.